Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Pfälzer Original-Stammtisch. Die Jessnan ist aus ihrem Jetset live mal kurz in Urlaub, sag ich mal. Also nicht wirklich, aber sie ist kurz zurück von ihrem Jetset live. Es geht nächste Woche erst weiter. Wir haben das immer so ein bisschen erzählt, Jessin ist, dass du beim Jetset bist. Und auf jeden Fall, wir sind hier bei unserem Pfälzer Stammtisch. Wir sind auch bei TikTok gleichzeitig live. Also wenn es Fragen gibt, gerne. Oder wundert euch hier im Podcast nicht. Und wir haben uns ein echt cooles Thema überlegt. Und zwar, das Thema lautet Städter oder Dörfler. Und ich glaube, wir können beide was dazu sagen. Nur, glaube ich, sind wir genau beide gegengesetzte Meinung. Genau. Weil die Jess Arena, die kommt nämlich noch aus einem größeren Kuhkaffee, ich, das soll man gar nicht für möglich halten, und hat sich aber vor ein paar Jahren entschieden, in die Stadt zu gehen, um Monnem. Wie sage ich immer, auf die Upper East Side, ne? Also Genau. Oststadt, Ich ja. wohne in der Upper East Side, ja. Und bei mir ist es so, ich war circa 6, 7 Jahre quasi mit Zweitwohnsitz in Großstädten unterwegs, also sprich als letztes in Gera, aber so in den neuen Bundesländern generell, also auch mal Leipzig, Erfurt, also ja, war alles mit dabei und bin aber vor 2 Jahren quasi wieder zurück aufs Dorf, also genau andersrum quasi. Und ja, also die Jessna kann dir mal erzählen, aus welchem Kaff sie kommt und was sie bewegt hat, einen Mannem zu ziehen. Ja, also ich komme ja aus Lautersheim. Das wird wahrscheinlich niemandem was sagen. Ich glaube, damals hatte das noch 600 Einwohner. Vielleicht sind es jetzt ein paar mehr. Genau. Aber ich habe mich da, sage ich mal, nie so. Also klar, als Kind macht man sich da vielleicht keine Gedanken drüber. Aber sobald ich dann, wie ich älter geworden bin, so Teenie-mäßig, ja, hat sich das ganze Ding dann einfach gedreht, weil dann war ich einfach zu anders als die Dörfler. Ja, also ja, ich bin halt einfach ein Künstler und es passt da halt nicht. Da bist du ja dann direkt, ich muss hier mal wieder ins Pfälzisch kommen. Das ist Ja. wegen meinem Jet-Set-Lifestyle. Nee, also da ist man ja dann ganz komisch, sage ich mal. Also nichts. Da bist du ja der Abgehobene oder ich weiß jetzt, ich will nicht unbedingt sagen, dass das jetzt vielleicht jeder über mich gedacht hat, aber man fühlt sich vielleicht auch so, weil Ja. man halt einfach anders ist. Ja, also ich war schon immer anders, ich habe alles entgegengesetzt gemacht. Wenn andere blond waren, war ich braun oder so. Also ich habe immer entgegengesetzt gemacht, was andere gemacht haben. Oder auch allein von meinem Style war ich immer sehr auffällig. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt halb nackig oder so durch die Gegend gelaufen bin, sondern einfach immer bunt, immer noch ein obendrauf im Vergleich zu den anderen oder so. Und dann bist du ja so in so einem kleinen Dorf, wo jeder jeden kennt, wenn es überhaupt 600 Einwohner damals hatte, wo ich noch klein war. Ja, bist du ja dann schon komisch. Ja, das stimmt. Man muss auch dazu sagen, also für mich, also mir kam es immer so vor, also ich komme auch aus einem Kuhkaff, aber glaube nicht so klein wie euer Kuhkaff. Vielleicht haben wir so an die 2000 Einwohner, ich weiß es nicht. Aber Asselheim oder Asslem, wie man bei uns sagt, ist jetzt auch nicht viel größer. Da bin ich quasi groß geworden und ich muss sagen, für mich war das so nach Mannheim zu fahren, allein so über die Brücke zu fahren als Kind, ne, war das so wow. Ja, man Wow, ist so von Ludwigshafen über die Brücke nach Mannheim und da stand halt rechts immer dieser riesen Glaskomplex, der heute noch steht, ne, also so ein riesen, ja gut, Riesen, ja, wenn man jetzt an New York denkt, ist es nicht Riesen, aber für uns aus dem Dorf ist es Riesen, also steht so ein Hochhaus mit so Glasfenstern und so als Kind denkt man so wow. Und da habe ich mir immer so vorgestellt, ach, wenn ich mal groß bin, will ah, ich ich da glaube, arbeiten. du meinst den Viktoria-Turm da am Lindenhof, hinterm Ja, Bahnhof kann der sein. Ja, genau. Glaskasten. Ja, Ja. genau. Und ich habe als Kind immer so gedacht, oh, warte mal, irgendwie. Oder Und da die drei Häuser in der Neckarstadt, die drei ja. Hochhäuser. Ja. Und ich habe halt als Kind immer so gedacht, in diesem Glaskomplex, ne, will ich unbedingt mal arbeiten, so habe ich mir so vorgestellt, weil damals war auch so bei mir, wo ich clever war, so Denver Clan und Falcon Crest und ich weiß nicht, ich glaube beim Denver Clan, da war immer so ein
So dieser, der, ach, wie hieß denn der nochmal? So ein grauhaariger, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber auf jeden Fall, der war immer so der Boss, ne? Und er hat dann seine Sekretärin auf ihre Stöckelschuhe gehabt mit ihrem Kostümchen, ne? Und so als Kind mit 5 oder 6 stellt man sich dann vor, ah, das wird mal, ja, man ist ja so in so Kästen groß geworden, ne? Also man hat in dem Alter Ja. noch nicht gedacht, dass man selber Chef wird, ne? Hat so gedacht, ah Ja. ja, in so einem Hotel, also ne, in so einem netten Hotel, in so einem Büro, dann mal arbeiten mit den Glasfenstern und so, fand ich so voll cool. Und wenn man dann in Mannheim so reingefahren ist und hat so die ganzen Geschäfte gesehen, so der Kaufhof oder Karstadt damals, ne, wo dann wirklich noch so richtige, das waren ja noch richtige, wie soll ich denn sagen, Kaufhäuser, wo unten noch ein Supermarkt war und dann konnte ich alles dort kaufen, also von Klamotte über Schmuck, über Parfüm, über Spielwaren, alles. Und das war ja als Kind, war das ja alles so riesig, ja. Und also wir sind halt immer nur Mannheim gefahren, Einkaufen, weil dort war halt der C&A schon immer, ne? Also damals gab es noch gar kein H&M. Und ja, also ich muss sagen, wir sind mit meinen Großeltern, die hatten immer, wir waren selbstständig halt und die hatten dienstags Ruhetag und wir sind mindestens einmal im Monat durch Krieg gefahren. Halt, was weiß ich, weiß gar nicht mehr, was die geguckt haben, Klamotte wahrscheinlich. Und dann weiß ich noch, hat mein Opa immer im Kaufhof ohne einen Fisch von der Fischtheke mitgenommen, weil sowas gab es hier in Grünstadt auch damals nicht. Und mit meiner Mutter war ich bestimmt 8 Monat quasi samstags dann einkaufen. Die ist dann immer gern durch diese, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Früher haben doch die Eisdiele im Winter immer zugemacht und dann waren da wie so kleine Krustalläden drin. Lebkuchen oder Lebkuchen. Ja, also meine Mutter ist immer in diese, also damals gab es jetzt noch nicht so Teddy und was weiß ich. Und da waren aber dann wie so, wie soll man das nennen, fliegende Händler, die dann auch so 1-Euro-Stuff verkauft haben. Und meine Mutter ist so halt super gern rei, war echt und hat die sich so verweilt in so Mini-Lade. Und ja, da waren wir halt immer dort. Und wo wir dann Elderwoche sind, also ich sage mal so mit 13, 14, sind wir das erste Mal selber mit dem Zug dann, ne, so ein 24-Stunden-Ticket gekauft. Jessie schon ich, ne? Und sind dann halt nur Mannheim gefahren samstags. Und ich glaube, damals noch für 24 Mark 95, es war noch D-Marks-Zeite. Und dann waren wir halt so einen ganzen Tag in Mannheim und jeder von uns hat gesagt: Oh, wenn wir mal groß sind, da wollen wir in Mannheim wohnen. Das war einfach so, das war so das Nonplusultra, wenn du doof vom Dorf kommst, dann musst du mal in Mannheim wohnen. Ja, das war so, Also bei ja. uns war es immer so, wegen Ruhetag und so, bei uns war ja immer Montagsruhetag, aber wir waren eher immer nur Kaiserslautern gefahren oder wie man bei uns sagt, nur Lautre. Ah ja. Ja, also das war so eher unser Städtchen. Aber wie ich dann Teenager war und dann hatte ich eine Freundin und die ist immer nur mal im gefahren und da hat es dann auch gefangen, dass wir mit dem Zug auch gefahren sind. Aber wir hatten ja Busfahrkarte dann, das Max-Ticket, das ging ja dann damals schon. Und in meiner Zeit ging das mit dem Max-Ticket, dass du da fahren konntest, ja. Das sind wir jetzt immer das erste Mal, ich sag mal so, halt, wenn man da gewesen sei, vielleicht so 13, 14 oder so, wie du gerade gesagt, letztens Ja. gerade fangst du das Erwachsenenalter an und dann hatte ich einmal so ein bisschen Geld dabei und so und dann sind wir da auch shoppen gegangen und wir sind immer in die Schneckelede gegangen, haben wir das gesagt, das hat immer die Tine gesagt, die Schneckelede, weil das war dann so die Türgelätscher und die hatten dann auch schon so geile Jeans, ne, also zum Beispiel so Hüfthosse war ja zu meiner Zeit total modern, deswegen haben wir uns auch alle unsere Figuren zerstört, aber ist okay. Ja, weil genau über der Hüfthose, der Speck, der geht einfach nicht so gut weg, Ja. weißt du? Aber bei alle, die ich kenne, die Hüfthose getragen haben, aber gut. Auf jeden Fall, und die waren dann so mit so geile Waschung, weißt du, in meiner Zeit war dann über der Oberschenkel die Waschung weg und dann war dann aber mit so eugenäht, so wie gestickt, sag ich mal, aber es Ja. war schon eher genäht, ja, war das dann so Tic-Tac-Toe in Neon-Pink mit Grün oder so, ne, mit so Neon-Gelb Ah, dann und Neon-Grün. okay. Also da waren dann schon so geile Sachen drauf und so. Also das war zu meiner Zeit ziemlich modern und das hatten dann halt natürlich so H&M und so, die hatten das dann nicht, weil H&M ist ja dann doch irgendwo sehr konventionelle Ja. Kleidung. Im Vergleich, ich meine, irgendwann hat H&M ja dann auch dieses Divided oder wie das heißt, also diese Ja. jüngere Mode dazu gekriegt, ja. Aber es war trotzdem nicht so bunt flippig. Es war schon cool, aber das war dann eher so, wie das so Wo waren 16, die 17 Läden, warst. Schalibar? Wo war denn die Gleich Läden? vorne, oh, McDonald's, nebendran ging es los mit dem ersten Schneckelade. Ach, okay. Ah, Und dann hinne, war das so ein ja. zweistöckische vorne am Eckes? Kann sein, Ja. zweistöckig und dann, es war so Clashiverscher halt. Und dann ging es natürlich weiter, das war jetzt so der erste, das sind wir immer gleich mal nein und dann natürlich hinne ins Türkeviertel, sag ich jetzt mal. Ja.
ohne das jetzt irgendwie negativ oder wertend zu meinen, sondern es ist halt einfach so, oder es hieß bei uns zu Hinne irgendwie so. Und da sind wir immer Donai gegangen und Do und ab Do so Marktplatzrichtung, Do ist ja dann sowieso. Do gab es dann immer diese günstige Läden. Ich meine, um Gottes Wille, ja, selbst also wenn du Teenager bist, ist H&M A teuer. Ja. Oder war damals teuer, Ja. ja, wenn du deine Jeans für 20 Euro kriegst, aber beim H&M kostet die 30, 40, 50, ja, da hast du dich dann zweimal, weil ich meine, habe ich schon bei einer Schneckelede, wie wir es immer genannt haben, hast du dann immer Zwede für gekriegt. Also es hieß nur Schneckelede, weil die halt immer so geile Sachen schon hatten, so mit Ausschnitt oder dann hier so ein Ausschnitt oder so. So Sachen, die du dann halt auch so ganz normal nicht Ja. kaufen konntest. Ja. Genau, aber ja, dass ich dann jetzt so hierher gezogen bin, weil du jetzt gerade, weil du vorhin gerade gesagt hast, mit, es war von jedem Fleisch mal so der Traum, dass man hier leben wird. Ja, also ich habe das irgendwann mal mir so in den Kopf gesetzt. Ich will in meinem Leben, ich bin ein Städter, mir gefällt es so. Das war so ungefähr Mitte 20 rum. Und ja, dann höhere Gewalt, sage ich mal so, war es dann halt einfach so, dass ich dann hier leben. Dass ich mir dann halt hier was gesucht habe und hier auch wirklich leben wollte. Also quasi hast du dein Visualisa wie sagt man, visualisiert, beziehungsweise dir das immer gesagt und dann wurde es natürlich auch Realität, ne? Ja, genau, also ja. Also jetzt, wenn ich selber hier wohne, ich will auch gar nicht weg. Also ich habe schon öfter mal überlegt, vielleicht ein bisschen weiter an den Rand zu ziehen, weil da halt einfach auch die Wohnungen im Vergleich zu mir, ja, ich wohne jetzt von der Upper East Side nenne ich es mal, vielleicht jetzt nicht in dem schönsten Abteil, aber es gehört doch noch zur Upper East Side, auch von der Preise. Und dann, also einfach gesagt, Oststadt. Und deswegen, also am Rand irgendwie so, vielleicht in Rheinau oder Neckarstadt, würde ich definitiv für dasselbe Geld vielleicht eine größere Wohnung kriegen oder vielleicht 100 Euro mehr, aber das Doppelte dafür. Ja. Jetzt, aber ich kann einfach, ich will hier einfach nicht weg, weil ich bin so zentral, es ist einfach super easy, ich gehe um die Ecke, ich habe DM, ich habe Hasche gefühlt überall, aber wenn ich jetzt schon, allein wenn ich schon fünf Straßen weiterziehe, müsste ich ja auch fünf Straßen weiter mehr laufen zu den Geschäften. So ist Ja. es 2, 3 Minuten, da kann ich auch mal beide Hände vollstopfen, wenn ich jetzt was tragen muss oder so, also ich brauche jetzt kein Auto. Was ich dann aber so vielleicht wieder brauchen würde. Ich mache jetzt doch mal kurz Licht an, weil es mir Ja. jetzt doch ein Tick zu dunkel. Ja. Ja, also bei uns, muss auf die Lede ach, Eike, was ist bei uns so? Also muss dazu sagen, ich, Schalimann und ich, wir haben 9 Jahre Unterschied, deswegen, und ich sage mal, jetzt macht das vielleicht nicht so viel aus, aber im Teenageralter definitiv, da war die Schalimann noch Kind oder gar nicht geboren zum Teil, ne? Ja, also so im Teenageralter, wir sind immer, also die Joe ist immer zum Uli Knecht. Ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt oder ob es den bei dir noch gab. Also der Uli Knecht, der hat immer so Levi's gehabt, ne? So die Levi's-Hosse, die Camel-Schuh, so karierte Wrangler-Hemde, also halt so Markenklamotten. Ja, das, aber den gibt es nicht mehr. Wenn du Nee. sowas haben willst, gehe ich jetzt entweder in die Engelhorn oder in die Peak, in Cloppenburg, oder es gibt sogar eine eigene Levi's-Lade mittlerweile. Ja, und das Lustige ist, dieser Uli Knecht war 8 Uhr direkt bei Meckes, gleich am Anfang. Ja, Ah, okay, gut, nee. Wie ich jünger war, war du schon immer Schuhgeschäft. ich weiß Gero jetzt gar oder nicht, so was hieß du es, heute ist, glaube ich. aber ich erinnere mich, das war immer dort. Ach, Und sind schon drei andere Läden, weil durch Corona. naja, klar. Ah ja, gut, wenn du überlegst, das ist ja jetzt auch schon fast, also über 20 20 Jahre Jahre her. her, ne? 25 Jahre. Ja. Und die Jessie und ich, wir waren immer im H&M. Also ich meine, die Jo ist auch mit in der H&M, ne? Aber so, das Uli Knecht war so ihr Ding, weil damals hat die so Kotthose und so Camelschuh und ihr Karohemd. Also schrecklich eigentlich, ja, wenn man drüber notdenkt. Und die Jessie und ich, wir waren halt immer im H&M, aber zu meiner Zeit gab es dann auch, also da kamen dann ganz neue Pimkie, Orsay, die kamen ganz neu Stimmt. und später auch Telly Whale oder wie der Lade hieß. Und ich war ja so Punker-mäßig unterwegs und da gab es einen richtig coole Laden und der hieß Nosferatu. Und der war quasi, wenn du vom Marktplatz gegenüber, ist du noch der große Müller? Ich weiß gar nicht, ob das noch ist. Ja. Und wenn du bei Müller in die Seidestraße reinlaufst, ich glaub dann Ah, später ich mal. glaube, der, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, der, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der jetzt noch ist, aber der war früher. Ich kenne den noch, an der Ecke denn. So ein riesengroßer Müller.
Genau, so ein riesengroßer Ja, Müller. ja. Also zu meiner Zeit war da ein Prinz drin. Der Prinz war so ein Plattenladen, also hast du wirklich noch Videokassette, Platte, Filmmusik, Filmposter gekriegt, ne? Also der Nee, war da noch drin. das kenne ich gar nicht. Also ich bin mir nicht sicher, das war in der Seidenstraße, wo später das Union Square war. Ich weiß nicht, ob Union Square dir noch was sagt, dieser Hip-Hop-Lade da, wo du so die Fubu und so Klamotte gekriegt hast. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Nosferatu-Apparatstoß davor war oder ob das Nosferatu da drin war, wo später das Union Square drin war. Ich kann das nicht genau sagen. Aber das war so ein Lade, da hast du halt Directions Colors gekriegt in alle Farbe. Und dann hatte ich immer so Big Yellow Taxi, hießen die Hosse. Das waren wie so gebartigte Hosse, also die waren so schwarz-rot mit Schlag gebartigt oder halt so Röhre-Jeans, so weiß-schwarz, also so Panga-mäßig halt wirklich. Dr. Martens Hosche gekriegt, Rangers, halt alles, dann halt auch so Band-T-Shirts, Snowflakes, wie sowas halt damals so in war. Und dem Lade war ich halt auch immer, weil ich habe immer Haarfarbe gebraucht und ich hatte immer so bunte Strumpfhosse. So aus England war die Firma und zwar waren das so geringelte, also die waren dann so schwarz-lila geringelt, grün-lila, grün-schwarz geringelt, Ja. weiß-schwarz geringelt, so halt, ne? Und das hast du halt alles dort gekriegt. Und das waren eigentlich so die Läden, wo wir die Klamotte gekauft haben und wir sind dann zum Teil aber halt auch noch ins Nanunana, so fast so Deko, welche fast Zimmer so zu hole. Und was halt für uns immer der Abschluss war, und zwar früher war im Stadthaus noch ohne das Marché drin. Ich weiß gar nicht, ist da noch das Marché drin? Nee, gell? Also ohne im Keller. Was ist das? Marché, das war wie so, das war auch in Bad Rhm an der Tankstelle. Also Ach so, ja. das wie so ein, So wie so recht im so so restaurantmäßig, Mö von so to go. Mövenpick war das. Also es war schon ein Ja. hochwertigeres Buffet-Restaurant, nenne ich es mal. Und die Jessie und ich, wir haben uns da immer ein Mövenpick-Eis, weil da gab es eine Mövenpick-Eistheke und du konntest dann ein belgisches Mövenpick-Eis holen und Schoko war damals halt schon mit Schokostücke drin, Karamell mit Karamellstücke, aber schon damals hat so Belgisch, glaube ich, 1,50 Mark oder so gekostet, was ja damals viel Geld war, gerade für belgisches Eis, weil normalerweise hat ein belgisches Eis 50 Pfennig oder so gekostet. Damals hat ja Und Magnum noch Mark gekostet. ja, genau, also ja. Einzelnes, ne? Also nur mal dort zum Vergleich dann zu Ja, Belche wollte ich dazu jetzt sagen, ne? also total verrückt. Und die Tour hat sich schon meistens was zu essen geholt. Und dann haben wir uns da quasi immer gezeigt, was wir uns so ergattert haben oder was wir uns so gekauft haben. Und deswegen war für uns Mannheim so, wow, Mannheim. Und die Jo wollte immer nur Mannheim ziehen. Also die wollte immer in die Quadrate. Das war immer so ihren Traum. Die ist dann nie nur Mannheim gezogen. Komisch, die hat in Frankfurt gewohnt. Die hat hier auf der ganzen Welt gefühlt gewohnt, wo die da in den Hotels unterwegs war, London und so. Aber Mannheim hat sie tatsächlich nie gewohnt. Lustigerweise. Ja, und für mich war es so, ich sag mal, mein Ex hat in Mannheim gewohnt. Aber für mich war Mannheim irgendwann so unattraktiv, weil ich meine, gut, Patrick hat ja auch in Mannheim gewohnt, ne? Und den haben wir alles besucht, aber das war so ätzend, einen Parkplatz zu finden. Und das war dann halt irgendwann Ja. das, was es einfach so, ja, also wo es dann halt einfach nie Michelle war, ne? Also ich sag hier immer normalerweise, also klar, das ist nicht machbar, ja. Aber normalerweise müsste man ihn komplett ab neu bauen und alles ohne drunter direkt die Fische statt Parkhaus, Keller ja. oder so, Parkhaus. Dann lieber gucke, dass du vielleicht doppelte Decke hast, wische, dass du das runterziehen Ja. kannst oder so Ställe oder mehr Wandschränke oder so Ja. für die Leute, dass sie durch ihr Stauraum neu machen können, dass sie so auffällt. Oder halt, wie gesagt, einen Keller kann man ja trotzdem und dann trotzdem ein Teil Keller, Teil Ja. Tiefgarage. Und ich bin halt auch immer noch der Meinung, das ist alles nicht machbar. Aber normalerweise müsste auch sagen, einzelne Person kriegt nur so ein kleines Auto. Smart oder. Es geht halt nicht anders, weil das ist einfach sonst zu überfüllt, zu überbevölkert, ja. Und gerade mit den Autos und so. Normalerweise die Städter, für was brauchst du in den Städten ein Audi A5? Für was braucht, also ich weh's, um Gottes Willen, ne? Wenn einer groß Ja. Auto fahren will, will er groß Auto fahren. Dafür geht er ja auch schaffen. Aber rein aus platztechnischen Gründen ist es einfach besser, wenn die Leute nur kleine Autos fahren dürften. Hier, oder ich meine, wenn jetzt eine Familie ein großes Auto braucht, brauchen sie ein großes Auto, ne? Aber ich rede jetzt nur von so einzelnen Studenten, das sind ja manchmal schon welche dabei, die vielleicht von daheim aus gut betucht sind, die kriegen dann so gleich einen Dreier BMW hingestellt, ja, oder so. Was weiß ich. Ja. Also, und das, um Gottes Willen, ich gönn's denen, aber es geht mir nur darum, es nimmt einfach zu viel Platz weg.
Und wenn du Ja, dann das noch stimmt. WGs hast, natürlich, ne? Da hast du dann Wohnung. Ja, und das Und sind ja wenn super fünf, viele und wenn dann drei WGs. Leute drin, genau, wenn drei Leute drin wohnen und drei jetzt so riesige Auto hätten, ist die Straße gefühlt voll, ja? Also, und das dann hier zum Beispiel bei uns im Haus. Gut, das sind jetzt Zimmerwohnungen. Habe ich aber jetzt schon gesehen, zum größten Teil wohnen die Leute auch zu zweit drin. Also ganz spooky. Ich dachte immer, wir sind die Einzigste, aber hier wohnen mehrere zu zweit. Und wenn du Ja. dir dann halt vorstellst, ja, okay, das sind dann meistens Pärchen oder Geschwister oder so, die hier studieren. Aber wenn du dann vorstellst, eine 20 Parteien und jede Partei hätte jetzt ein Auto, ist die Straße voll. Ja, das stimmt. Weil so wie es aufgebaut, also es müssen schon immer so Studentenwohnungen gewesen sein, oder was ich auch schon überlegt habe, vielleicht waren es auch früher mal so zwei Wohnungen immer, statt vier auf einer Etage, jetzt aufgebrochen. Manchmal, weil die neben mir, die Wohnung ist zum Beispiel älter, die wurde noch nicht so erneuert, ja. Wiederum meine ist neu, wo ich dann halt denke, okay, vielleicht wurden nur die Ausschlüsse alles noch nachträglich hinzugefügt im Kann sein, Vergleich zu ja. der jetzt, ne? Also man weiß es nicht. Ja. Ganz interessant. Wobei, muss ich noch kurz dazu sagen, wie geht's Stadt und Dorf? Als Kind zum Beispiel, glaube ich, ist es einfach, wenn ich das so sehe, so als erwachsener Mensch, als Kind ist es, glaube ich, einfach schöner, auf dem Dorf aufzuwachsen. Einfach weil. Ja gut, in der heidischen Zeit, ne, mit der ganzen Technik, okay. Aber zum Beispiel, du kannst halt einfach mehr machen. Du Ja. kannst draußen einfach rumgalere, ja. Wiederum, wenn du dann aber als Dörfler in die Stadt kommst, ist das, erschlägt sich dann vielleicht auch erstmal, ja. Ja. Aber wenn ich dann schon durchsehe, so kleine Kinder, die dann schon, ne, die können schon mit 6 Jahren fahren die allein Straßenbahn und so. Ich habe ja heute noch Angst, dass ich in die falsch aussteige. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich meine, Ja. klar, so wie mir mit dem Bus, aber bei uns kam auch nur ein Bus. Der Bus kam, der hat dich abgeholt, der war für die Grundschüler, der war für die Anna-Schulen, ne? Das kam so nur schulemäßig. Ja. Grundschul, Realschul, Gymnasium, NPG oder so, Richtung Cashenbohlen und dann, ja. Und so kamen halt die Busse und mehr war du dann auch nicht, ne? Und dann hast du genau gewusst, das ist mein Bus, das ist der Bus und so. Aber die, also du kannst schon zig Richtungen fahren hier. Also ich sage das so, wie gesagt, manchmal denke ich halt, ah, hoffentlich finde ich den Weg noch heim. Also ja, ne? Jetzt als Städter 5 Jahre, wie ich schon abschalte, aber. Ja, ich sag mal so, du sagst, also wo du vorhin mit Max-Ticket gesagt hast, das Max-Ticket gab es bei uns auch schon und das hätten wir annehmen können, aber wir brauchten gar keins, weil wir in die Schule gelaufen sind. Also deswegen hatten wir gar kein Ah, Max-Ticket okay. und wir mussten auch kein Bus fahren, weil wir konnten tatsächlich in die Schule laufen. Gummidichow war genau gegenüber. Die musste nur über die Straße, da war die Schule. Und für mich war das auch nicht weit. Ich bin du ach, ich weiß gar nicht, wie weit das ungefähr Junuf, ja, der ist. Berg ist Ja, gelaufen, ja, der aber Berg nuff das, und dann noch ein Stückchen geradeaus, ja, ja. Ja, also. gut, ich muss jo von Lautschem nur Gellem. Also, da Ja. geht schon ein langer Feldweg drüber. Ich meine, so sind es vielleicht 5 Minuten Busfahrt oder so, ja. Ja. Aber. Das kann schon nicht laufen. Zu laufen ist das locker als Kind eine halbe Stunde oder so, Ja, mindestens. nee, das ist ja dann Weil nix. es so ein Acker entlang ist, ne? Und das Ja. kann schon auch nicht laufen. Also, du hast kein Feldweg in dem Sinn. Also, doch. Aber kannst du als kleines Kind nicht laufen. Ja, Auch schon ja. 100 Jahre. Ja, aber wie gesagt, das finde ich halt hier ganz interessant, weil ich weiß noch, wie ich jünger war. Und da habe ich, da, ich habe mich halt damals schon erschrocken. Meine 20er habe ich ja schon mal hier in Mannheim gelebt. Aber, da habe ich in einer WG gelebt, in der Neckarstadt, auf der Westseite, aber noch relativ am Anfang. Aber ich muss sagen, ganz komisch, der Anschluss sagt das A, also der ist A auf der Westseite, A ziemlich am Anfang. Ich glaube, er ist Trost noch vor mir, so ungefähr, oder Annie noch mir, ich bin mir ziemlich sicher. Haben wir dann mal festgestellt. Der hat halt nur gesagt, also seitdem er jetzt hier lebt, wenn ihm mehr Sache geklaut oder sonst irgendwas wie da, wo wir vorher waren, und wo man Krass, ja gell? eigentlich sagt, ne, man sagt ja so, ah, Neckarstadt und im Vergleich zu der Oststadt und so. Ja. Aber ich meine, mir wurde auch mein nickelnagelneues Fahrrad hier geklaut, ne, Ja, einfach Kett stimmt. abgetrennt, zack. Also, ja, ich habe mich nicht geärgert, es war ja vor 2 oder 3 Jahren, vor 2 Jahren, glaube ich, oder so, in der Osterzeit. Ich habe mir dann gedacht, gut, da habe ich jetzt mein Kind, irgendein Kind, eine gute Tat, ist auch okay. Auch vielleicht mehr als ich. Ja, aber es ist schon ärgerlich, ne? Ja, total, weil es war halt nicht nie, also das, ich passe auf meine Sache immer so extremst auf. Und gut, ich hatte vorher noch einen Unfall, ja, wo ich auch gefahren Woche bin.
Aber ich will es auch nicht. Also, ja, also ich bin echt traurig, dass mein Fahrrad nicht mehr do ist, weil jetzt habe ich gar nichts mehr so. Ich habe nämlich hier jetzt auch kein Fahrcard, weil ich kann alles relativ fußläufig erreiche. Mein Arbeitsweg ist so 10, 12 Minuten zu Fuß. Esse, trinke, Kaffee ist fünf, ja, vielleicht 3 Minuten oder so. Und in die Stadt laufe ich 5 Minuten. Also, oder ja, weil ich klein bin, ja, jemand anders, der vielleicht größer ist, schneller in der Stadt. Aber ich bin ideal, ich will doch gar nicht weg. Also wenn, dann würde ich gerne hier so vielleicht so in der Höhe, vielleicht weiter noch vorne oder Klärstieg vielleicht noch hin und so. Aber schon, ich würde schon gern noch in der Upper East Side bleiben, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, das ist super zentral, ne? Wenn du alles laufen Oder, kannst, ist also, das das oder Geil. was halt wirklich super wäre, im Q6, Q7. Das wird mir sehr, sehr gut gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ist zwar leider jetzt nicht, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier tiefe Decke. Damals, als ich in meine 20er in eine Neckarstadt gewohnt habe, durch alles oder durch sehr, sehr viel Altbau, noch ne? Altbau und ich liebe Altbau. Und jetzt zum Beispiel mit meinem Kader wäre das einfach viel angenehmer, wenn ich einen Altbau hätte, weil ich könnte den dann über die Decke rennen lassen, du was baue oder so. Ja, ach, selber dann. Meine Decke sind jetzt ziemlich hohl durch, kann noch nichts anhängen. Wenn, dann kann ich nur was an die Wand machen. Aber du wärst halt ziemlich cool, weil er dann ziemlich hoch hinaus kann. Ich glaube, ich habe 340 oder 360 hohe Decke. Das ist halt schon geil, ne? Das habe ich jetzt halt hier nicht. Ich hatte zwar kein Stuck, aber ganz viele Wohnungen in der Neckarstadt haben auch noch Stuck. Wobei hier in der Oststadt, in dem ganz reichen Viertel, da ist noch ein Stück nur von mir, die haben auch noch ganz viele Altbaute. Ich meine, soweit ich weiß, sind da teilweise auch noch Stuck drin. Und das ist natürlich auch das, was du bezahlst, ne? Also Ja. für den Preis. Und die haben auch außer an der Hausfassade auch noch Stuck und so. Ja, aber das zum Beispiel im Q6, Q7 wird mir nur gefallen, weil jetzt denkt wahrscheinlich jeder, oh Gott, Quadrate, alles so eng und jeder kann mal reingucken. Nee, weil es sind erst mal nur außen hier, sind die ganzen Geschäfte, ja. Und dann lebst du quasi on top auf deine Geschäfte vom Q6, Q7. Ihr wisst ja, für manche, ich sage jetzt einfach mal Ja. Primark, weil das ist das Größte, was man da ohne Ja. sieht. Dann geht es ja noch ein Stück weiter, aber da sind dann noch Büros dazwischen und so, und die Leute wohnen dann on top. Die haben alle eine Tiefgarage. Also zu jeder Wohnung ist ein Stellplatz dabei. Ein zweite kann man, glaube ich, noch dazu bestellen, wenn ihr das braucht oder wenn noch einer frei ist. Und was so halt ziemlich cool ist, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist wie ein Viereck, also Quadrat, halt ein Ja. Quadrat, ja, wie das in meinem so ist. Aber das ist innen drin leer. Und innen drin ist auf den Dächern vom Primark und von den Geschäften teilweise, ist so wie so Alach. Also die Hände wie Pflasterstäbe, wie so parkmäßig. Da sind auch Bäume teilweise. Die haben sogar so Bänkscher, wo man sich reinsetzen kann, oben noch. Und da ist dann auch zum Beispiel so ein Abfalleimer. Also ihr müsst euch vorstellen, wie das so ein ganz kleiner Mini-Park. Ist natürlich jetzt nicht wie der Luise-Park, ja. Ja. Aber es ist so ein bisschen gemacht, dass die Leute halt auch ins Grüne gucken und nicht so, Ich kenne das ja. tatsächlich von, ich habe immer in Worms gearbeitet, in der Kaiserpassage. Und dort ist es genauso. Also auf dem Dach ist quasi das Bürogebäude vom Center Management und dort sind aber auch Wohnungen. Und die haben dann tatsächlich Dachgärte halt auch, ne? Also die haben eine Terrasse mit Genau. Garten. Ja. Ja, also und das Einzige, was halt doof ist, weil ich habe schon gearbeitet, es ist halt blöd, die Büros, wenn die tagsüber doof sind, können die halt in die Wohnungen reingucken, ne? Also ich habe aber leider in die Wohnung reingeguckt, ich habe gesehen, wenn die durch Spott gemacht haben, dann habe ich mal einer gesehen, den habe ich zwar von weitem gesehen, aber dann, wie er mal unten in der Wohnung drin war, weil ich habe ob ins Zimmer von seinem Schlafzimmer gucken können. Ich habe echt gedacht, das wären Jüngere. Also, nee, ich dachte eher, der ist so mein Alter, dann war der erst so, shit, wie ich dann geguckt habe, weil ich habe das dann, die Konstellation zu der Wohnung habe ich dann kapiert, ah, meiste nett, ah, das ist Danny Sohn, und dann war der Ah. erst vielleicht so, der war der erst 16, 17 oder so vielleicht, aber wenn ich konnte im Oppe dann sogar ins Bett gucken, also das ist dann halt ein bisschen blöd natürlich, ne, wenn die Büros dann halt doof sind, das ist dann halt schon doof, Ja gut, aber aber nichtsdestotrotz, hatten die ja, Kägerdiener? ich glaube, die haben sogar so elektrische Rollos, weil es ist ja alles niegelnagelneu in diesem Q6, Q7. Ja. Also kosten A 60 Quadratmeter 1000,
300, 400 aufwärts, je nachdem, ab 60 so, ja. Und, aber es ist halt alles neu. Du hast dann anscheinend die große Terrasse, da manche haben auch ein Gärtchen mit vorne drauf, kommt immer drauf, oh, was für eine Partei du jetzt erwischst, ja. Und, ja, aber trotzdem, also ich würde es in Kauf nehmen, weil genau ohne drunter, weil du wohnst ja dann praktisch auf der Passage, du musst ja eigentlich nur die Stockwerke nur laufen, du hast ein DM, du hast ein Rewe, du hast alles drin, ja, also du musst, klar zahlst du dann im Rewe ein Ticket mehr, wie jetzt vielleicht, wenn du in der Aldi gehst, ja, Ja. wobei der Aldi ist auch ums Eck, aber du, dafür hast du kein Sprit, gar nichts, du kannst zweimal laufen, wenn du willst, weil es ist ja genau Ja. unter dir. Ja. Also, oder wenn du mal noch schnell was brauchst, ne? Ein anderer muss jetzt sich nochmal anziehen, du kannst auch mal schnell kommen, gehen wir mal schnell im Jogginganzug, nur noch, ist auch kein Thema. So wie es geht. Ich meine, die 5 Minuten, wer guckt denn da, ja? Aber. Ja, das stimmt. Also es hat alles dafür und wider. Ich meine, ich sag mal so, wenn du Ja. in Mannheim groß wärst, wie du jetzt sagst, als Kind, also ich glaube, klar, als Kind war das schön, im Dorf zu sein, weil wir haben einfach noch draußen auf der Gasse gespielt, ja. Du hast die ganze Dorfkinder gekannt und man ist so noch, wir sind da zum Beispiel noch auf den Berg marschiert und hatten so Emmo-Mio für uns selber Kinder da gemacht. Da sind wir auf unseren Gästeberg gelaufen und hatten unser Brotzeit dabei und haben da gespielt halt, ja. Ich glaube, das ist für heutige Verhältnisse oder für Stadtkinder ist es gar nicht auszudenken, gell? Aber ich sag mal Ja, oder so. wir haben ja auch einfach in der Straße, wo wir gewohnt haben, einfach die Kreide rausgeholt und haben vorne drauf gespielt. Ja. Und dann hast du gehört, ah, Auto kommt, und ein bisschen kurz auf die Seiten, hast du weitergemacht, ja. Ja. Das kennen die hier gar nicht. Nee. Vor allem sage ich mal, was halt für mich blöd, also was ich immer so als blöd empfunden habe, so mit Fatze, ja, du fangst ja an, wie du sagst, dass man so weggeht. War halt einfach, wenn du hier kein Auto hast und die öffentlichen Verkehrsmittel sind einfach eine Katastrophe, man kann das anders nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals, also der Bus, keine Ahnung, bis wann der gefahren ist, dann Zug, konnte ich vergessen. Ne? Also ich meine, hier läuft ja alles auf dem Dorf ab. Das heißt, wenn wir hier wohin wollten, ja, dann gab es entweder Abi-Partys. Die Abi-Partys waren in irgendwelche Turnhalle, in irgendwelche noch weitere Käfer, ob das jetzt Kibo war, Kerzrim oder so. Ja, da waren Abi-Partys. Du bist ja gar nicht Ja. hingekommen mit dem Bus. Du hast müsse du irgendwie hingefahren und abgeholt wäre. Oder wenn ich überlege, dann gab es ja auch so Dorfdiscos. Ich meine, zu meiner Zeit nie mehr, aber zur Zeit von meinem Vater in Hettrim gab es da irgendwie ein Disco und ein Bockrum und so. Aber das ist ja alles Sachen, Ja. die hast du müsse. Also, das ging gar nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich sage mal so: Okay, Grünstadt, du konntest ins Café gehen oder so. Aber selbst das, wenn du jetzt von Lauschen bist wie du, dann hast du auch ein Auto gebraucht. Also, es ging hier ohne Auto gar nicht. Ich bin klar, mit dem Fahrrad bin ich auch noch ein Stück weit gekommen. Ne? Also die Jessie und ich, wir sind viel, oder die Joe, Ja. wir sind viel mit dem Fahrrad dann halt. Zum Beispiel zu der Dau, zum Danzig sind wir mit dem Fahrrad gefahren. Ne? Das ging schon noch ein Ja. Stück weit. Aber ich meine, obens, also erstens mal kann ich nicht mit dem Fahrrad nach Hettrim fahren. Also das wäre schon ein bisschen arisch weit. Und dann, oder auf die ganze Kerwe, ach ja, also gut, wenn es jetzt in Aslen war, klar, Heimspiel. Wenn es jetzt Kerschen war, da sind wir zum Teil auch noch in Gruppe gelaufen, ja. Aber alles, was weiter war, du hast einfach immer einen Fahrer gebraucht. Und wenn du halt so jung warst, dass du halt noch keinen Führerschein gehabt hast, dann hat's ja echt gelust, weil dann ging es halt nicht. Und deswegen war das auch so dringlich, mit 18 einen Führerschein und ein Auto zu haben, weil du wolltest einfach vogelfrei sein und überall hinfahren, weil es ging gar nicht anders. Also es ist ja nicht, wie wenn du einen Mann im Wohnst und sagst, ey, fahr mal mit der Straßenbahn in die Disco oder keine Ahnung, weißt du? Also das. Ja, also bei uns war das, also bei mir war das auch so, ich habe auch relativ spät, also ich bin auch wieder so ein Spätzünder, aber du merkst schon wieder, die Städter, ich wollte es nie. Da habe ich einmal gesagt, jo, wenn ich jetzt einen Mann im Wohne tät, weil ich weiß, meine Mutter hat gesagt, oh, mach doch jetzt endlich den Führerschein, und die Oma damals noch, ne, nicht so, jo, wenn ich jetzt einen Mann im Wohne tät, oder zu dem Zeit, genug, glaube ich, bin ich auch noch Mann, ah ja, genau. Währenddem bin ich noch Mann umgezogen, habe gesagt, jo, einen Mann brauche ich gar kein Auto, da bin ich mit der Straßenbahn schneller. Heute, wo ich jetzt kein Auto mehr habe, bin ja heute mal wieder gefahren, denke ich mir so, oh, ich vermisse es schon mit dem Auto, weil du halt einfach nicht so gebunden bist. Nein, ich sage mal so mit Straßenbahn, das geht noch, da kommt alle 10 Minuten, Annie. Wenn ich jetzt aber zu dir fahren will, du denke ich mir mal, mein Gott, ey, für die Schnellfahrt von 30 Minuten fahre ich dann über stundenkundig so durch die Gegend, ja. Ja, das stimmt. Da geht mir schon wieder das Messer im Sack Ja, auf so gut, die und wenn Art, dann die bist du. Deutsche Bahn wieder streikt und den ganzen Kram Oh! so ist, dann kann ich es eh komplett vergessen. Ja, wie letztens, wo ich da gefahren bin, 3,5 Stunden für eine Fahrt von 50 Minuten gebraucht. Also wirklich, da habe ich gedacht, ich falle vom Katastroph. Sockel. Ja, also.
Ja, das ist echt eine Das ist halt Katastrophe. echt nervig, ja. Und ich muss sagen, also bei mir vor der Haustür, das ist es ja halt, habe ich ja genau Straßenbahnstation, ja, in der Nähe dann auch der Bahnhof im Notfall, falls ich Molanerich-Rosebahn nehmen müsste oder so, der ist ja auch nur 10 Minuten entfernt. Aber tatsächlich von mir aus kostet Ticket, weil ihr müsst euch vorstellen, vom Bahnhof geht es halt geradeaus. Wenn ich jetzt vom Bahnhof aus geradeaus fahre, müsste ich nur ein 1,80 bezahlen. Aber weil ich nur rechts abbiege, ist es schon wieder der nächste Bezirk, zahle ich 3 Euro. Die sind nicht sauber. Aber echt. Verzwei Stationen. Sind nur vom Hauptbahnhof zu mir sind 2 Stationen, muss ich 3 Euro bezahlen. Das ist echt verrückt. Die sind bekloppt. Das passt gar nicht. Also, ich weiß halt nicht. Normalerweise müsste dann sagen, also ich finde es sowieso. Die wollen, dass du da mitfahrst, aber die müssten dann sagen, okay, wenn jemand eine Wohnung hier in Mannheim hat oder so, kriegt das vergünstigt, weil sie wollen ja, dass die Mannheimer mehr mit Straßenbahn und Ja, etc. das fahren. stimmt. Aber ich zahle ja, überleg dir mal, weil ich schon 2 verschiedene, wahrscheinlich geht oder bezirkemäßig und ich bin jetzt halt schon im 2. Bezirk, weil ich ja dann wie 2 Bezirke durchfahre oder so, muss ich dann schon wie ich das nächst höhere bezahle. So tät mich, glaube ich, im Monatskarte, lass mich, ich schmeiße jetzt selber mal Preise, nein, es wird wahrscheinlich nicht so sein, aber ungefähr. Normalerweise mich vielleicht 50 Euro bezahle, so muss ich jetzt, ah ne, 50 Euro kostet schon das Deutsche Bahnticket. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es, ja gut, jetzt haben sie das Deutsche Bahnticket, aber selbst 50 Euro finde ich in Mannheim und Städter, wo nur hier in Mannheim fahrt es jetzt nicht so, dass ich jetzt großartig durch die Gegend schnell oder so. Ja, wir reden jetzt nur von Mannheim Innenstadt. Du verstehst nicht, warum ich da nicht ein Ticket für 20 Euro im Monat kriege. Die sofort bestelle, sag ich da. Ja. Also, wo man dann wirklich nur Mannheim und die Bezirke Mannheim abfahren kann. Mehr nicht. Ja. Ne, so, Neckarstadt, Keverdahl oder so, das war's. Oder Innenstadt, Vorstadt hier, so. Verstehe ich nicht, aber gut. Ja, ich sag mal so, der Vorteil natürlich auch, wenn du in Mannheim wohnst, ist und bist jetzt eher so im Nightlife unterwegs, ne? Also ich sag mal so, in die Ja, junge kannst jederzeit. 20er oder so. Also mir waren immer in Ah, Mannheim, du, ich also entdecke mich gerade wieder. Ich habe überlegt, ob ich einmal wieder am Wochenende fortgehe, aber ich glaube, da bin ich dann wieder 4 Tage Schlauch. Brauche ich dann Urlaub vom ja, Feiern. also ich sage mal so, wir sind tatsächlich, wir hatten Zeiten, das sind wir fast jeden, muss ich mir vorstellen, jeden Tag, wir haben unser komplettes Ausbildungsgehalt an Sprit verfahren, wir sind jeden Tag auf Mannheim gefahren, also wirklich, um da was trinken zu gehen, also total bekloppt, halt denke ich, das sage Mo, aber wirklich, wir sind dann du ins Stadthaus, da war ja auch, ich weiß nicht, ob es noch ist, die Cocktailbar oben, Das, nee, da in weißt du wieso? Stars. Du war irgendwie der Brandschutz hat seit Jahren nicht mehr gestimmt und dann haben die das Ding Ach zugemacht. so, ja. Also wir waren Überleg dir da mal, aber oben. die Jahre davor haben wir alle gehockt schon. Du schon, Ja. ich noch. Ich war auch früher im Stars, wie ich Ja. so 20 rum war. Ja, das haben wir im Stars gehockt. Dann gab es, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, und zwar, wie hieß denn das, der Bereich, wo der Engelhorn ist, aber nur hin raus. Wie nennt man das? Die Blanke, gell, oder? Die Blanke, Dort ja. war das Starks, hieß das. Ich weiß nicht, ob es das noch Ja, gibt. das gibt's noch, ja, war ich auch schon. Da waren wir als drin. Dann, Und Bolands gab es in meiner Zeit, das ist so schräg, nibber. da war mir nett, aber es gab noch so Mexikaner. Das war auf das, also Im links. Stadthaus N1. Das kann sein, also das war so schräg gegenüber links, so auf der Planke. Das war wie so Mexikaner, ich weiß gar nicht, wie das hieß. So mexikanisch, du konntest, glaube ich, auch so ein paar Sachen essen, aber es war eigentlich eher so Bar. Ich weiß nicht, wie das Ja, das ist es. hieß. Aber auf jeden Doch, warte, ich Fall. sah das. Moment, Moment, kann ich Und das sofort die sah? Giovanna, die war immer so gern in dem. Das gibt's auch noch. Wie hieß dann das? Und zwar, das ist von der Fressgasse, wenn du dort durch dieses Passage durchschlafst. Wie hieß dann das? Geh über vom Schräg, geh über, glaube ich, vom Sinne. Nee, oder auf. Azteca. Nee. Also, wie hieß dann? Das war in der. Das ist in der Passage. Also, wenn du. Nee, du, der Mexikaner, Azteca. Ach so, ja. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, also das ist von der Fressgasse, wenn du war ja noch früher gar kein dieses Q7 oder wie das Q1, das gab es ja gar nicht früher. Und du war schräg gegenüber, ist wie, das ist auch noch, das ist wie so eine Durchgangspassage zu der Stadt dann. Und du gab es auch so bekannt die Bar, du konntest aber auch essen und du wolltest schon immer nein, aber glaubst du, dass mir jetzt einfällt, wie das heißt? Franks? Nee, irgendwie so. Doch, ein Italiener, Franks, ja. Wie hieß das so, ja? Ja, der hat bis 19:05 auf, du kannst Ne, auch nur den die meine ich Disco nicht, noch der sehen. ist ja ganz am Anfang, gell? Nee, den Ja, meine ich genau. nicht. Flemings oder so irgendwie hieß das, glaube ich.
Oh, ich weiß gar nicht, mir Oh, fällt das kenne ich vielleicht fällt nicht. mir das Ei, aber auf jeden Fall, du war mal alles. Und wirklich, also ich meine, gut, wie gesagt, ich war 5 Jahre mit einem Mann mal zusammen, du war mal eh jeden oben, den Mann. Aber davor auch schon, sind wir wirklich ab Donnerstags kannte Sano Mannheim. Also ich meine, klar, wir waren auch in den Clubs in Mannheim, Umkreis unterwegs. Aber das sind wir echt nur Mann, nur um was trinken zu gehen. Also total bescheuert eigentlich, wenn du drüber nachdenkst. Und dann gab es später diesen Club am Bahnhof, wie hieß dann? Der ist Bett, kann das sein? Hieß das Bett? Auf jeden Fall in dem Club standen Bette drin. Sweet. Suite, genau, in der Suite. Da waren wir später auch drin. Und ja, also wir waren immer in Mannheim und du musst ihm Also überlegen. ich war in Mannheim, war ich auch noch im Route 7, Nee, du weißt nicht. Im Tiffany war weil ich. ich halt so Drum and Bass, Jungle und wie hieß Anna Reggae und so war, hatte ich mal so eine Zeit. Sieht man mir überhaupt nicht an, gell? Aber okay. Dann, was war ich noch? Dann in meine 20er, du warst ja sowieso, also ich weiß auch nicht. Ich finde jetzt irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, so der Anfang von der 30er, es gefällt mir irgendwie so ein bisschen besser wie die 20er, weil ich weiß auch nicht, was ich auf alles für Scheiß verzappt habe, wenn ich so zurückdenke an die Partys, was für Scheiße ich, du hast so geheilt und alles unnötig, aber okay. Aber da waren wir dann immer noch im Schneckehof. Pinnip an der Ja, der Uni-Partys. Patrick hat immer der Cola-Puff oder Zug gesagt. Der Cola-Puff. Ja, das gab es halt zu meiner Zeit alles. Das gibt es immer noch, weil ich bin da aber nur hingegangen, weil du die 90er-Partys waren und ich so auf die 90er stehe und ich habe das einfach geliebt und dann war das Open Air. Und dann jetzt so Richtung Ende 20er, wo ich dann auch schon langsam irgendwann nochmal im dann gezogen bin oder kurz drauf dann, da war ich dann echt so auf Techno unterwegs. Da war ich dann eher so im Hafen. Und tatsächlich, das wäre jetzt sowas, wo ich sage, komm, das sehe ich mir nochmal gäbe. Aber, du musst ich dazu sagen, das ist halt auch mittags. Ne? Das geht um 15 bis Ende 20 Uhr. Das ist wunderbar. Da kann ich mich um 10 ins Bett legen oder um 11 oder so. Und am nächsten Tag noch wieder schaffe gehe. Ja? Also, ich weiß gar nicht, das ist jetzt dumm gebabbelt, aber also, ist doch, ich bräuchte sonst echt noch so einen Erholungstag oder so. Ich schaffe das nämlich. Also, ja, aber das wäre jetzt sowas, wo ich sage, hey, komm, das seht schon mal mitmachen. Ich habe letztens nochmal überlegt, ob ich nochmal in so Clubs gehen soll, weil, wie du sagst, Mannheim ist halt super so Nightlife. Tiffany ist, glaube ich, wieder voll im Kummer, weil das wieder mehr so ein bisschen schicker ist. Ne? Wir sind jetzt all wieder so stylisch und Schickeria unterwegs. Jetzt ist es natürlich wieder eher so im Kummer. Ne? Habe ich wohl ein paar Mal mitgekriegt, aber ich bin da ja auch ein bisschen aus dem Game raus. Also, wir waren noch im Lagerhaus. Das Lagerhaus, das sagt mir war gar frage nichts mich mehr. nicht, wo das ist. Das ist irgendwo außerhalb. Ich führt jetzt auch gar nicht mehr. Ach, Es das ist. bestimmt da hinne, wo es Route 7 ist, Richtung Neckarstadt, aber noch hinne, gar nicht mehr so Industriegebiet Neckarstadt. Ja, genau. Also, du war, So also, wir ist waren es dort ja. auch im Siebener. Also, nebendran ist Das das ist, genau, Siebener. das, ja genau, nebendran ist Route 7, neben am Siebener. Also genau, wir waren da um 7er, dann waren wir im Lagerhaus, da war immer Boogie Bar, das waren die Aber Abhänge von was liefen im Siebener? da lief Drum Bass. Ah, okay. Das war voll witzig, weil ich war ja halt so richtig Drum and Bass immer im Connection Aach, ne? Und dann war ich mal mit einem Bekannten, also mit so einem Freund, so einem alten Schulkamerad von mir und wir waren im Siebener und der wurde halt die ganze Zeit bäckisch angesprochen, willst du was, brauchst du was, hast du was, ja. Und ich musste so Oh lachen, weil Gott. der halt gar nicht so Drum-Bass-technisch Aussage unterwegs noch. war. Ja, aber der war Ach mit so. mir. Also ja, im Lagerhaus war mal, wie gesagt, da war Boogie Bar, damals waren die Abhänge von Haus, dann war mal, wie gesagt, im Siebener, dann war ich als in der alte Feuerwache zur Himbeerparty, ne, also so die schwule Party. Im Connex war ich sowieso daheim. Also, da war ja alles an Drum and Bass, Krise, Partys, Veranstaltungen, aber da war auch zum Teil Gehwerk. Was denn? Also ich glaube, in diesem Connex, das sind jetzt so ganz komische Partys als. Das kann sein, ja. Das gab schon damals die Katakombe dort, ja. Ach so, okay, ja genau. Ich Ja, meine, also das war das das, ja genau, Connex ich wollte ist. gerade so vor. Das Connex ist eine riese alte Fabrik und die Drum and Bass Partys waren meistens ohne in der Kolbe halt. Da ist dann schon das Kondenswasser von der Wand getropft. Aber das da waren keine Katakomben, ne? Aber wenn du dann halt auf die Gehwerke bist oder ne, dann do waren halt schon die Katakomben, ach, wo dann vielleicht auch mal so seltsame Sachen waren, ja. Aber das waren halt, waren vielseitig halt Partys. Und dann erinnere ich mich noch ans
Das hieß VIP, ich glaube, später hieß es Orange Club, da war Hip-Hop. Ja, Orange Club kenne ich, also VIP kenne ich nicht, Orange Club, ja, aber war ich Und nie. ganz früher gab es auf dem Maimarktgelände ist Broadway. Und du war immer freitags Jam FM, M im Monat. Also du warst so die Anfänge von Hip-Hop und du haben die Leute, du kannst dir nicht vorstellen, schau dir mal, die haben durch Schlange gestanden. Das war abartig. Also es war aber richtig cool. Es war aber nur M im Monat und ich glaube, ansonsten war da ein türkischer Club drin, wenn mich nicht mehr alles täuscht. Aber ja, also wie gesagt, wir waren in Mannenbeckisch daheim, ne? Also wir waren nur Mannheim, Ludwigsgut, in Lou im Loft, ne? Also ich darfst du gar nicht sagen, ne? Also seitdem ich Mann bin, war ich gar nicht so fort, wenn ich ehrlich bin. Gut, mir kam halt auch Wobei ja dann Corona halt auch dazwischen, Corona, ja. genau. Ja, aber ich war doch gar nicht so, dass ich jetzt großartig fort war. Ich war, bevor ich in Mannheim gelebt habe, war ich öfter hier und Ja, das unterwegs glaube und ich. fort, wie jetzt, wenn ich da bin, weil. Ja, gut, ich meine, okay, ich bin jetzt auch ein bisschen älter. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt jedes Wochenende oder ja, eigentlich gar nicht fort, aber so manchmal denke ich, also manchmal würde ich schon gerne mal so Party machen, geht es irgendwie aktuell. Aber so, seitdem ich da bin, weil es für mich jetzt irgendwie so, ich kann es jetzt immer haben. Ich glaube, dort liegt es, weil ich, wenn ich wollte, kann ich jederzeit jetzt rausgehen. Also jetzt montags nicht, aber ab Donnerstag kann du Highlife machen. Ja, ich glaube, das war also der Reiz, sag ich mal, für mich oder für uns als Jugendlicher zu sagen oder so als junger Erwachsener. Es wäre halt geil, weil, wie du sagst, du kennst halt jeden Abend einfach raus, musst schon nicht lang rumfahren, kennst Schämlafe so auf die Art, ne? Das war so wirklich der Ja. Anreiz, warum in der Großstadt, ne? Du hast alle Geschäfte außenrum, man konnte bei uns hier gefühlt gar keine Klamotte einkaufen, du hast schon müssen nur Mann fahren Ach für Gott, also wir irgendwas. hatten ja nur ein Metz. Also bei uns im Dorf gab es einen Metzger, einen Bäcker und der Bäcker war auch gleichzeitig wie so ein Tante-Emma-Lade, ne? Wo du dann auch mal ein Päckchen Nudeln und so kaufen konntest oder mal Miracoli. So dumm gesprochen jetzt, ja. Ja. Und das war's. Da hatte man noch Erwirtschaft, aber die war dann irgendwann auch zu. Das war's. Dann hat der Bäcker zugemacht, dann hat der Metzger zugemacht und irgendwann hat der Bäcker auch zugemacht. Also ist doch gar nichts mehr. Das Ja. ist nur noch ein Wohndorf. Da kommt auch nur noch, soweit ich das mitgekriegt habe, Ruftaxi. Also kommen nur noch mal die Schulbusse und die Busse, wo die Kinder wieder heimbringen. Das war's. Alles andere musst du mit einem Ruftaxi erledigen, Krass, weil die Überlegung. Busse sich gar nicht rentieren. Ja, weil halt auch viele audern, weil das Lustige ist bei uns, wir haben so zwei, drei Stroße jetzt in den letzten paar Jahren, wo es sich auch gebaut hat. Ja. Ich sehe das ja, als wenn ich mit meiner Mutter durchfahre und drüber schlache, aber auch ganz viel damals schon, da waren zugezogene Mannheimer. Echt? Also die End zum Beispiel, wir wohnten in der eine, in der Stroße, hieß es, also wir waren vordere und das andere war die hintere Gasse halt auf jeden Fall. Und das waren halt Freunde von oder Freundin von meiner Oma. Und die mussten nur kurz so ein 2 Minuten Bergnuff laufen. Das war gerade so ein kleiner Ja. Bergnuff, ja. Und die kamen dann als immer und es war Mannheimerin, die sind also wie die Kinder so aus dem Gröbsten raus waren, sind die von Mannheim ins Dorf gezogen. Wahnsinn, gell? Ja, und ganz viele, die ohne Ohr gebaut haben, sind viele Städter. Passt, gell? Aber das stimmt, das erlebe ich auch oft, dass man so die Im Autos, also Alter auch dann gehen die hier, wieder zurück. ja, also auch hier sieht man das dann so, die Manama Kennzeichen und so, ne? Wo die Leute dann wirklich ja, aus der Stadt aufs Dorf wollen. Ne? Ich meine, ja, es ist halt auch immer so eindeutig, also wie soll ich sagen, jetzt so, ich meine, ich will jetzt sagen, im Alter, so alt bin ich auch noch nicht, aber ich muss Ja, halt aber. sagen, ich genieße halt schon die Natur. Ne? Also jetzt hier in der Wohnung, wo wir wohnen, wenn ich rausgucke, ich gucke gefühlt einfach nur ins Grüne. Ich gucke auf unseren Gästeberg, ja, den ich schon angucke, seit ich geboren bin, gefühlt, ne, mit meinem Nussbaum, der da steht. Ich hab's voll easy mit dem Harrison, ja, ich gehe immer um die Ecke und da bin ich im Grüne und da kann der springen, da kann der rennen, ich könnte mit dem, da marschiere über den Berg und sonst irgendwas, wenn ich wollte, ja. Also das ist so Sache, also und diese Ruhe und diese Idylle, muss ich sagen, ich genieße es total, auch wenn du auf der Terrasse hockst und trinkst mo Tass Kaffee und du bist wirklich einfach nur grün und ich habe einfach Vögel im Garten, da ist ein Kuckuck, da ist ein Uhu, also du hörst diese Vögel zwitschern, also ach, so seltene Vögel einfach, ja, oder siehst du auch einfach nur Eichhörnchen durch die Gartenrinne, ja, oder keine Ahnung, so Sache, wo ich immer noch jetzt denke, oder wir haben ja auch einen Bach hinne,
Und im Sommer, dann fliegen auch die Enten bei uns am Balkon vorbei und quack, 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 wisch es so. Der Harrison ist voll erschrocken. Das sind so Sachen, wo ich mir jetzt halt denke, Ja. finde ich voll schä. Und es ist natürlich auch für Kinder total schä. Und ich genieße diese Ruhe total. Wobei ich, wie du, Mitte 20er hätte ich gesagt, nee, ich brauche Stadt und laut und Party und keine Ahnung, ja. Aber ich merke jetzt Also ich so, muss da, ja. ja, ich muss da, weil ich habe hier wohne jetzt genau Stadtmitte sozusagen und habe ja eher kleinere Wohnung. Also ich muss sagen, wenn ich aber, bin ich ganz ehrlich, also mir, wenn ich so ein bisschen im Wohnungsmarkt als Stöber, dann ist es halt schon so, mir ist zum Beispiel letztens wieder Wohnung aufgefallen, ich gucke dann schon auch ein bisschen nur größere Balkone, ja. Nicht, dass mein Balkon klar ist. Ich meine, mein erster Geburtstag, den wir hier gefeiert Ja. haben, haben wir zu 8 oder so hier gefeiert, ja. Also klar Ja. haben wir da gehockt wie die Ölsardine, ne? Wir waren all klatschnass geschwitzt nur, aber trotzdem war es so irgendwie witzig, aber es hat Ja. trotzdem irgendwie auch gepasst, ja. Es geht schon, wenn man will. Aber ich würde dann schon gucken, um größere Balkon. Oder was ich halt arg sehe habe, ich gucke halt immer ein bisschen nur so Dachterrasse oder so, damit ich mir so ein bisschen so ein Urban Jungle, weil ich das halt voll mag. Oder was ich jetzt auch Was ist schon denn gesehen habe, ein Urban sind. Jungle? Ah ja, du da halt einfach Pflanze drauf, große Palme, was weiß ich, auf dem Balkon. Okay. Das ist halt ein Dschungelhosch so. Auf dem Balkon. Und dann. Ajo, ah, wenn ein großer Hosch, deiner ist zu Ah, schmal. okay. Ja, stimmt. Aber wenn er jetzt breiter ist, kennst du Ja. ja auch vorne Pflanze raushängen lassen, so Efeu oder so, oder Ja. daneben noch so. In meinem ist ja auch alles ein bisschen schachtlicher. Genau, aber wenn jetzt zum Beispiel der Breite, der zum Beispiel meiner, könnte man sogar schon machen, oder? Obwohl, nee, eurer ist ja genauso. Nee, noch ein Stück, also doppelt vielleicht. Gibt's auch, weil ich gucke, wie gesagt, so eher nur Dachterrasse. Und dann letztens habe ich halt gesehen, es gibt halt auch vereinzelte kleine Wohnungen. Nicht klein, aber so 50 Quadratmeter, Ja. 60 oder so, wo du dann so einen Auslauf, also es ist kein, dass du im Keller, es ist kein Keller oder so, sondern du gehst einfach, du, dass du wie im Erdgeschoss lebst, dann kannst du hin und aus und dann gehört auch nur dir der Garten. Okay. So ein kleiner halt, natürlich jetzt nicht wie bei euch so riesig, sondern so die Hälfte, ne, von dem. Aber fände ich zum Beispiel schon mal voll schön, ist auch nicht schlecht, Ja. sowas, ne? Wenn man sowas dazu hat, dann wäre es mir auch egal, wie groß die Wohnung ist oder so, weil du kannst ja auch im Notfall immer noch rausgehen. Ja, das stimmt. Ne, gerade wenn du so Partys hast oder so, ich habe jetzt zum Beispiel eh im Sommer Geburtstag, du ist es dann ganz praktisch, wenn du noch so ein Garten oder sowas hast. Sowas fände ich jetzt Asche. Ist halt jetzt so Wunschvorstellung, ne? Wie damals, ich ziehe nur meinem, aber siehe da, es hat ja geklappt. Ich bin ja da jetzt schon seit 5 Jahren. Vielleicht wird es hier noch was mit meinem Urban Jungle. Ah jo, warum nicht? Und also am liebsten hätte ich eine Dachterrasse, das finde ich so geil, aber das ist noch teurer als die Garde. Ja, das stimmt. Es lässt sich halt alles bezahlen, ja, aber ich muss sagen, Ja, ein Dumme steht immer auf, oh, ne? ja, das stimmt. Ja, Also, das ist halt das Problem. wenn ich so überlege, wo ich in Gera gewohnt habe, war ich schon richtig so ein Plattebau, ne? Also, auch das habe ich schon mal erlebt. Ich glaube, da haben, also, krass, ich glaube, da waren über Aber 100 meins ist kein Wohnungen. Plattebau, oder? Ah, ne, Nee, genau, das sind, nee, nee, ja. bei uns war Meins ist nur richtig ein Platte. Mehrfamilienhaus, nennt man das Also, noch, so oder? richtig in der, ja. Genau, Mehrfamilienhaus. Also ich war so richtig in der Ostplatte, also mit über 100 Wohnungen und ach, wenn du do den Fahrstuhl also hoch bist, und dann war schon, die Gänge waren wie im Krankenhaus gefühlt mit so einem PVC-Bode und so. Also es war richtig so der Ost-Schick, sage ich mal, ne? DDR-Schick. Der war schon gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie fand ich es einmal cool, das mitgemacht zu haben. Ich weiß nicht, ne? Ich bin so, ich denke immer, so muss alles mal erlebt habe. Also ich muss sagen, ja, klar ist der Vorteil, wie du sagst, man ist halt ziemlich zentral und alles um die Ecke. Aber ich muss sagen, ich bin dann, glaube ich, doch im Herzen eher so der Dörfler. Also vielleicht hätte ich solle in meine 20er in die Stadt ziehe und mit 30 dann zurück oder so. Ne? Das hätte dann schon so gepasst, wo so die Party, sag ich mal, vorbei war. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass mir gar nicht mehr fortgehen und jetzt die alte Leute sind und ne, klappen die Botsch der Ei. Aber ich genieße ehrlich gesagt wirklich eher so die Ruhe und bin dann halt auch eher so, keine Ahnung, ne, dass ich halt so voll genieße, einfach wie gesagt auf der Terrasse zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken oder dann lieber sag, keine Ahnung, mal grill de mo mit ein paar Leit, ja, Ja, anstelle also wenn von. ich du als mein Jet-Set-Lifestyle bin, du, ne, du ist halt, ah, also ich muss schon sagen, ne, jetzt so, wenn ich du dann das Hotelfenster aufmache, meinst du, so, je nachdem, in welche Richtung ich halt gucke, ne, gucken mich dann die Berge da an, Richtung Freiburg, ja, es ist halt so, klettert irgendwo in der Nähe.
Das ist schon schä, aber ich Ja. könnte es nicht. Also ich bin ja immer wieder froh, wieder in meine Städtchen zu kommen. Ich lieb's Ja. halt einfach. Also ich bin aber halt auch, ne? Das muss ich jetzt gerade mal da noch mal anschmeißen. Wir haben ja auch mal so über dieses, können wir vielleicht auch machen, über Sex and the City gesprochen. Ja. Und ich bin halt einfach die Carrie. Und es ist halt so. Und ich gehe gerne in meine Städtchen und ich kaufe auch gerne meine High Heels. Und ich ziehe mich auch gerne an, auch wenn es nur einmal im Monat ist oder einmal im Schaltjahr. Aber ich bin halt einfach ein Städter. Also ich weiß auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, hier wegzuziehen. Also wieder zurück Ja. aufs Land, wo ich alles so, wo ich erstmal gefühlt ewig irgendwo, also jetzt du nicht, bei euch geht's hier noch, aber dass ich dann erstmal irgendwo hinfahren muss, um Einkaufen zu gehen. Ja, ich muss halt sagen, wir sind halt schon auch ein bisschen strange. Wir sind so ein bisschen auch für uns, ne? Also wir leben hier so ein bisschen für uns. Wir haben hier jetzt, sage ich mal, mit Leuten auch nicht viel zu tun. Brauche ich auch nicht, Das liebe ne? ich halt auch hier. Oh. Ja, das Kenner, Anonyme, das ist ne? auch mit einer von deinen Ja. Gründen, warum ich damals weggezogen bin. Ich hab's einfach nie mehr ertragen. Jeder kennt dich, jeder weiß was Lava, über dich, ja. jeder weiß besser über dich. Und Rott und der Witz ist, jeder ist so schlecht wie die Nacht, aber jeder guckt hier nur dem anderen Näschen, nicht nur seinem eigenen Näschen. Und hier ist zwar irgendwie traurig, ja, aber wenn ich hier sterbe, das wird keiner mitkriegen. Keiner. Die Total täten's irgendwann anonym, mal ne? riechen. Die täten es dann nur, falls sie da mal riechen, dass du vielleicht einer leid, ja. Aber dass das so großartig hier einer mitkriegt oder jemand großartig jucke tät, ne. Ist irgendwo auch beängstigend, aber es ist nicht so schlimm wie dieses andere. Das andere ertrage ich einfach nicht. Mir geht's auch wirklich, seitdem ich mehr anonym bin. Für mich, keiner juckt's. Ich kann hier machen, was ich will. Moje weiß es keiner mehr, weil ja auch keiner weiß, wer hier ohne wohnt, so gefühlt, ne. Wunderbar. Ja, ich sag mal so, du kommst ja auch aus einer Unternehmerfamilie, ne? Da ist man halt bekannt wie ein bunter Hund, ne? Ja. Ist halt einfach Oh. so, ne? Kennst du die gestern? Hast du die Ja. gesehen gestern? Oh. Ja. Und so geht's mir jo im Prinzip auch, ne? Also ich sag mal so, klar, ich war jetzt eine lange Zeit auch weg, aber nichtsdestotrotz, man kennt mich halt und deswegen bin ich halt auch jemand, der nicht so auf so Feste und so unterwegs ist, weil ich halt auf dieses Smalltalk keinen Bock habe und weil ich das halt genauso sehe wie du. Wenn du dich rumdrehst, hast du sowieso das Messer am Rücken und jeder weiß was von dir und jeder vor allem weiß was besser von dir. Weißt du, also der Ende, Denkt. also eigentlich hast du den linke Zehennagel lackiert und bis die fertig sind mit dem Gelaber, du ist es dein Daumen, der lackiert ist, weißt du so. Also das ist halt auch so Sache, die ich ehrlich gesagt nicht so wirklich mag am Dorf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oder generell so, ne? Also ich bin auch eigentlich lieber für mich und lieber anonym. Aber ich mein gut, rettet und die Leute sowieso, ne? Und ich sag mal so, wir sind halt viel Social Media und im Internet unterwegs und ich bin mir auch sicher, dass du all da super viele gibt, die sich durchs Maul drüber zerreißen. Aber ich sag mal so, prinzipiell ist mir das auch egal, aber ich kann dich verstehen, dass du sagst, du lebst lieber anonym und so lebst du ruhiger, weil ich kann mir schon vorstellen, ich kenne das ja auch, ah ja, ne, dass dann der Mutter kommt, ich habe den und den getroffen, der hat das und das erzählt und war schon dort und dort, wisst ihr, so dieses, Ja, also du musst dich da wirklich ja. sagen, als Teenager oder nee, nicht Teenager, stopp, du warst schon 24 oder 26. Du sind dann leid, hätten meine Mutter auch gesprochen, Ja. haltet euch mal fest, ja. Sie hätten mich im Loft gesehen. Was ich da mache, det, ob ich da mit, ne? Loft, wissen wir ja, was du Ja. die Leute hier in der Umgebung sind. So, das Ding ist, also ich weiß ja nicht, für mich. Ist nicht nur, weil ich feiern gehe oder weil ich auf eine Techno-Party gehe, dass ich gleich Droge mitschmeiße Nee, hab nie oder so. Und Droge genommen. Ich habe nie Droge genommen und war nur auf so Partys unterwegs. Also, sorry. ja, aber der Witz ist jo, für die Leute, die damals die Gerüchte auch gestreut haben, das sind ja bestimmt einige, die du jetzt vielleicht auch dann wische, die gucken ja dann sowas Ja. hier, so Livestreams Ach. und so, die sind ja da ganz scharf drauf. Für die löse ich das Rätsel jetzt mal auf. Bis zu meinem 28. Lebensjahr sitzt, ja, okay, ich lieg, bis zu meinem 27. Lebensjahr habe ich nicht immer irgendwie etwas versucht, was mit Droge zu tun hat. Also auch zu der Zeit war ich im Loft ohne, da habe ich nur Alkohol getrunken. Ist auch eine Droge, nun mal übrigens so, aber das ist ja okay. Genau, also da habe ich nur Alkohol getrunken und man kann auch mit Freunden weggehen, die sowas nehmen, aber es oder machen oder wie auch immer. Aber es ist ja, dass ich das machen muss. Und dann haben die das tatsächlich meiner Mutter erzählt. Aber meine Mutter,
geht dir dein Kleid oder von aus, oh Gott, und dann hat sie mich gefroht und dann hat sie gesagt, bist du bekloppt? Ich bin mit dem Auto gefahren. Also ich hatte dann nur ein Drink, ne, weil ich musste noch fahren. Ja. Also so bescheuert mich. Und dann denke ich mir halt so, ganz, das sind so Sachen. Ach, Dann Charlie, froh mal, mich wenn doch ich selber. überlege. Ich bin doch so offen. Ich bin so ein offener Mensch. Wenn mich einer froht, das ist ja manchmal mein Problem, dass ich zu offen bin. Wenn mich einer gefroht hat, ey, hast du was geschmissen oder hast du was, was weiß ich, hätte ich ganz ehrlich die Antwort gehabt. Nee, habe ich nicht. Also Und es ist erstens, Faktor. ja, also erstens mo merkt man, dass deine Leute ja auch. Oh. Also wenn man in unserer Und dann fahre ich ja kein Generation, Auto. also ich sage mal so, wenn man in unserer, also wenn man schon in meiner Generation groß geworden ist, dann ist man zwangsläufig mit dem Thema Droge konfrontiert worden. Und gerade im Dorf ist es hier noch schlimmer wie in der Stadt. Also muss ich Ja. sagen, also wir sind ja hier einfach in einer, wie soll ich denn das sagen, in einer hochkonsumierenden Ortschaft, sage ich mal, ne? Also wenn ich allein überlege, was ich auch Leute kenne, die konsumiert haben, vertickt, was weiß ich, was die alles geschafft haben, ich will es gar nicht wissen, ja. Also es war ja hier viel schlimmer und man muss es definitiv nicht machen. Also wie gesagt, ich habe noch nie irgendwas dort mit am Hut gehabt und war auch auf solche Partys und es ist einfach so, also Ja, auf deine also ich ganze auch Drum nicht. and Bass, Techno und so weiter Partys, eben der Konsum von chemischen Stoffe, sage ich mal, hoch ist. Substanzen. Und ich würde sagen, auch wenn ich noch nie was konsumiert habe, weiß ich, wie jemand aussieht, der drauf ist, wie der sich vielleicht ein Fratzengulasch hat, wie der sein Nas vielleicht hochzieht, wie dem seine Haare vielleicht aussehen. Ich bin von Ey, sowas, das wusste ich noch nicht immer zu ja, dem also Zeitpunkt. Ich habe ich. das so dann mitgekriegt bei anderen und habe gedacht, oh mein Gott, so will ich niemals aussehen. Ja, also ich Und bin hat von da voll sowas. Angst davor. Im Gegenteil, weil ja immer dann jeder denkt, so weißt du, so du bist du dabei. Im Gegenteil, das hat mich voll geschockt. Das hat mich Ja. du davon eigentlich eher abgehalten. Genau so ist es. Ich hatte nämlich dort vor auch immer viel Respekt und viel Zu viel Angst, weil wenn Angst. du da genau die Ja. andere Auge geguckt hast und ich kenne auch Leute, die zum Teil hängen geblieben sind, also das ist alles kein lustiges Thema. Und ich muss sagen, ich bin dort davon Nee. einfach nur abgefuckt und genervt von deiner ganzen Droge. Ich habe einfach die Läden, nicht weil ich der Mega-Spießer bin, sondern weil ich einfach zu viel gesehen habe. Ich kenne so viele Leute in meinem Alter, die einfach nicht, ich will nicht nur sagen, ihr Leben weggeschmissen haben für so einen Scheiß, die wirklich hängen geblieben sind. Die am Ende in der Psychiatrie waren. Es gibt Leute, die haben sich umgebracht, weil die irgendwelche Horrorfilme gefahren sind, weil sie auf ihrem Ticket oder auf ihrem Trip hängen geblieben sind. Und alle haben das so verherrlicht und verkuhlt. Damals war alles so toll. Ja, und dann denke ich mir, Alter, gucken, ich halt, ich fallen die Zähne aus der Gusch. Jetzt muss wirklich das Kind beim Namen genannt. Die haben ja Zäh. Allein an der Zäh sehe ich ja schon, was Phase ist. Guck mal, was wir für schöne Zäh haben. Wir kennen gar keine Droge genommen haben. Ja, also hier alles weiß und echt. Also weg so. Oh, und hier gab es aber auch, in Gründstadt gab es tatsächlich, wo ich so fertig war, gab es hier auch eine Kneipe, die nannte sich Pupille. Und da waren, ach, du hieß es, da sind die Haschpappis drin. Weißt du, die Hasche sind da drin. Und da waren halt Punkkonzerte und ich war ja auf Oh Punkkonzerte Gott, unterwegs. weißt du noch, in Grünstadt war doch auch früher das El Paso. Wo waren Da habe das? ich mich mal neu geschlichen. Das war da hinne, wo jetzt so die. Ja. Aber das hieß früher, hieß es mit P. Warte mal. Ach, wie hieß dann das? Das war so richtig. Zu meiner Zeit war das so ein richtiger Inschub. Ich war da nie, aber da waren immer. Ach, wie hieß dann das mit P? Warte mal. Das war, glaube ich, da drin, wo jetzt das Chines drin ist, meinst du, ne? Ja, ich glaube, Ja. so, das ganze Ding war aber das El Ah. Paso. Jetzt ist es ja wie aufgesplittet durch so ein Chines, irgendwo die Genau, Shisha-Bar. genau. Ist es so Und getrennt. bevor Aber ich das, meine, früher war das ein ganzes Ding. ja, bevor das El Paso hieß, hat es einen anderen Namen gehabt. Mit P, glaube ich, irgendwas. Das war so richtig der Innenschuppe. Aber ich war jemand, ich bin immer eher in die Fabrik gegangen. Damals gab es noch die Fabrik, das war eher so ein cooler Laden, da lief so, ach, so Rockmusik. Aber ganz davor, vor der gab es, wie gesagt, die Pupille, die war schon ziemlich altertümlich. Und wie gesagt, da waren halt Punkkonzerte. Und die hat halt den Ruf, da hocken die Hascher drin, ja. Und dann war das schon so, oh Gott, dürfen wir da hingehen? Und dann so, ah, oh, was, deine Tochter geht da neu oder so. Das war dann halt auch so Gelaber. Ja, Und dann auch immer so, ja, gell, wenn er Cola holen, trinken die gleich fertig, dass er schon keiner was ins Glas macht und so, ne? Oh ja, aber ja, es war schon damals, also wie du sagst, es war schon so, geht da doch da durch hi. Ja, so war das schon. Hast recht. also bei mir war es dann einmal, ah, die Leid und was die Leid denken. Und ich kann den Ja, Satz ja. nicht mehr hören, weil es interessiert mich nicht, was die Leid denken. Weil die Leid denken, wenn ich rechts laufe, denken sie, scheiße, die läuft rechts. Wenn ich links laufe, laufen sie, scheiße, die läuft links. Also es ist eh immer scheiße.
Ja, ich So. sag mal so, Und von das. daher ist mir das super scheißegal, was die Leute denken. Aber das Ding ist, meine Eltern haben echt einen Fehler do gemacht, weil ich habe echt immer ziemlich viel Ärger gekriegt Sicher. von meinem Vater gerade, weil der hat das ja null verstanden. Aber mein Vater ist halt auch eine ziemlich ältere Generation, der ist 70 Jahre älter wie meine Mutter. Und hätte auch damals schon so ein bisschen, wo ich Teenager war, vielleicht ging der schon in Richtung Opa so ein bisschen für mich, ne? Rein theoretisch. Auf jeden Fall. Und ich war do, ich wollte einfach nur dabei sein. Ich habe weder ein Bier getrunken, weil ich trinke bis heute kein Bier, ich trinke auch bis heute kein Wein, ich trinke kein Sekt. Und früher habe ich auf so Dorfpartys gar nicht großartig was kriegt. Und schon mal als Jugendlicher und Schnaps habe ich sowieso nicht kriegt. Von daher, so, was hätte ich denn dann selber trinken? Ich habe gar nichts getrunken. Ich habe auch nicht bei anderen genippt, weil das sind Sachen, wie gesagt, hast du mich schon mal gesehen, Wein trinken. Ein Lillet, jo, das ist ein Aperitif, das kann ich gar nicht als Wein sehen. Auf jeden Fall, aber. Ach Gott, mein Vater ist so immer ausgeflippt. Die Leute, was die über uns erzählen, wenn du nur dabei hockst. Oh, darüber wollte ich nur dabei sein. Ja, also bei uns war es so, dass sei ich Ich mal war nur von zum Tanzen. Ich habe mich nur mit meinen Tanzkollegen Ajo. von der Hip-Hop-Gruppe getroffen. Ne? Wir sind in der Jogging-Baggy-Hose dorthin und unsere weite T-Shirts und haben unsere Choreos dort geübt. Ja. Wo andere gesoffen haben und der Haschpapi durchgezogen haben oder was weiß ich. Aber wie gesagt, es hat mich null gejuckt. Ich wollte nur dabei sein, weil ich cool sein wollte, weil ich mit meinen Freunden dort sein wollte. Mich ist sonst nix. Das Ach nee, war's. wir konnten uns ja auch gar nichts erlauben. Ich meine, ich hatte irgendwann mal Sturm- und Drangphase. Wie Ja. gesagt, ich war dann so in der Punkerszene unterwegs mit grüne Hoa und so. Und in der Drum-Bass-Zeit habe ich auch halt so Perlekette auch gehabt, so viel. Die haben immer zu mir aus Spaß gesagt, vom A-Team, do, der Schwarze Wiesen, der Mr. T. Also so viel Ja. Perlekette hatte ich auch und halt so weite Hosse und ach bunte Hoa. Ich hatte auch nur die komplette Hoa rot, wie Lola rennt, ne? Und Ja. dann war ich halt immer die auffällig. Natürlich, ich sah halt so freaky aus. Ich war natürlich der, wo alles Mächtliche, ne, gemacht hat. Also ich war am schlimmsten von alle, dabei war ich so brav wie sonst, habe gar nichts gemacht. Wie gesagt, keine Droge genommen, gar nichts, ja. Zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal Alkohol getrunken, weil, wie du sagst, hat mir auch nicht geschmeckt, ja. Also von daher. Ach Gott, ich habe einen Klopfer, konnte ich gar nicht trinken. Ich habe den müsste auf Parmo, ich habe einer Hände mir dann vielleicht mal gäb, aber das ist. Ach Gott, da war ich aber schon ein bisschen, der nettes Gelob, wie man dort unterwegs war, hatte ich das nicht. Aber ich weiß noch, das war bei meinem ersten Freund damals auf dem Geburtstag, da habe ich einen Klopfer getrunken. Ach Gott, ich habe gedacht, den kriege ich niemals nunner. Ja. Weil die haben das ja alle, ne? Du das Ding da Ja. drauf gehockt, den Deckel und dann so gemacht und ist das nunner gelaufen. Also das kann ich, ja gut, heute mache ich das auf einen Sitz, ne? Das kann ich jetzt auch. Also ich lasse nicht nunner laufen, ich nehme aber alles in den Mund und schluck's dann nunner. Aber ich konnte es noch nie wie alle anderen da nunner laufen lassen und so. Bis heute, bis dato nicht, ne? Aber wie gesagt, mein Vater ist immer ausgegangen. Und ich, stimmt, weil du sagst, die Klamotte und so, ich habe immer meinem Vater, weil ich hatte ja einen kleinen Papa, ne? Also der war nur 1,60 und wenn der seine Hosse umgenäht hat, dann hat er immer so Mac-Jeans oder so, also gute Hosse. Und ich, dann war mal die Zeit modern, die Rihanna, ne? Pon the Ja. Replay. Do, oder was die da gesungen hat. Ne? Auf jeden Fall, da hat die doch dann so Baggy-Hose an mit so geile, dicke Ma Nike Ja. Air Force One. Die ha ich hatte dann auch so Nike an, so, ich hatte jetzt keine Air Force One, weil ich schon immer zu kleine Fies hatte oder für, aber auch so mit Beige und Lila und so, waren voll geil. Dann die Baggy, von mein, bei meinem Vater war es so normal die straighty Hose, die einfach locker war. Bei mir war es dann eine Baggy mit dem Gürtel und da hatte ich da oben drauf dann so kurzes T-Shirt oder so ein bisschen engeres. Ne? Ich sah das, die Rihanna, die Pon de Replay, do in Blond. Ja, bei So uns bin war ich das. dann fort mit meinem Vater Oh. seine Baggies, ganz ehrlich. Also ich weiß, also Also, Baggies, beim ich weiß Vater nicht, war wie es es bei normale Hosen, Eichelhem aber. war, aber bei uns, ich durfte keine Hose haben, wo Loch hat. Also, wenn, ne, es gab zum Oh Zeitweise nee, immer. da hatte ich nur ein Ohrzug. Oh, ja, Ja, also, erzähl, Achtung, das kann es ich dir gab noch hier erzählen. immer so Zeiten, wo einfach Löcher in den Jeans in waren, oder bei uns in der Zeit war es in, dass du dein 501er Levis neben aufgeschnitten hast. Dann haben die so über den Schuh so drüber geragt, aber du hast es halt mit der Schere, das musste mit der Schere aufgeschnitten sein oder die Hosen mussten zu lang sein, abgelaufen und das durfte ich gar nicht. Also das ging gar nicht. Also weder ein Loch in der Hose, noch was aufgeschnitten, noch nichts abgenäht. Also was sollen die Leute Ja, die sagen? Levis hat ja 100 Mark gekostet oder Ja, so, also oder? ich durfte, ich habe gar keine Levis gehabt, ich habe jetzt nur einfach mal Levis gesagt. Ich hatte damals die Ach Rocky so, vom ja, aber ich wollte H&M. die 501, das war aber schon Ja. immer teuer. Die kostet Ich ja hatte halt gar noch keine. 120 Euro oder Ich hatte so. die Rocky Jeans vom H&M am Anfang immer, das weiß ich noch. Auf jeden Fall, aber ich durfte das einfach alles gar nicht. Also ich durfte mal hoher Grün färben, ich durfte auch Strumpfhose bunte anziehen und gegen Nazis T-Shirt, aber ich durfte nichts mit einem Loch haben. Froh mich schmo, ja, weil das halt einfach so, was sahen die Leute, ne? Achtung.
Weil du vorhin gerade gesagt hast, Aussie und Pimpki. Ich glaube, Pimpki habe ich immer so Jeans. Ich war schon immer special, ja. Und ich habe es ja schon immer geliebt, so passende Sets auch zu haben. Auf jeden Fall als Kind schon, ich weiß auch nicht wieso. Das ist von meiner Mutter übergeschwappt, weil kennst du noch ein Twin-Set? Ja. Kennst du das noch, Twin-Set? Ja. Das war ja immer zum Beispiel so Top und die Ja. passende Jacke zu oder so. Oh, war in meiner Zeit total in. Egal. Auf jeden Fall. Dann hatte ich eine Jeansjacke mit so, die war auch so ein bisschen verwäscht. So ein helleres Blau, aber schon noch blau-blau, ne? Aber so verwäsche und die hat so wie so Malerspritzer drauf, so Ja, weiße. ja. Und die passend Hose zu, auch in Jeans. Und die Jeans hat aber noch zusätzlich so Risse. Ja. Jetzt halte ich fest. Die Oma, Hat sie die hat zugenäht. gedacht, ich hätte die Hose kaputt gemacht, hat die Löcher zugenäht. Ja. Oh Gott, weißt du, was so los war? Weil du warst schon so in eine Teenie-Richtung und hast gesagt, bist du blöd oder was? Ich habe die Extras, wir haben die Extras so gekauft. Und die Oma, jo, da mache ich dir die Löcher, das ruppel ich dir wieder bis die Ofen mit dem Bimsstern. Und sagt, nein, du hast die Hose versaut. Ich war doch so böse mit der Oma. Halt, wenn ich zurückdenke, denke ich so, ach, hätte ich auch bloß die Gosch gehalten oder so, ja. Aber in dem Moment, ich war ja so sauer, hat die So war einfach. meine Der Oma, Anzug die. war so geil, wie hip und trendy ich war. Das ist wie wenn da halt so ein Blazer ohne passende Ja. Hose und so locker und so enges T-Shirt und so. Ich war super hip, ja. Und dann kommt die und näht mir die Löcher zu. Weil ich hatte danach immer so weißes T-Shirt oder Top dort drauf auch, unter den Anzug. Und dann hatte ich noch so, ich weiß nicht, in meiner Zeit waren dann die Boxerstiefel modern. Die Turnschuhe Ja, als habe ich auch, Boxerstiefel. ja, Dann habe hatte ich ich auch. da auch immer so, also ich habe schon, nur mal Beispiel, ich hatte so weiße Boxerstiefel, die waren vorne bis die Spitze und die waren weiß mit schwarzem Comics drauf. Also ich war schon immer abgespaced. Und die hatte ich dann immer dazu, oh, ich sag mal so, jetzt überlege mal, ich würde so heute nicht mehr rumlaufen, ja, aber für den Moment, ich war ich super hip, aber ich war sehr mutig und gewagt, ne, also, oder auch du mit dem Punk und so, der heutzutage gegen die uns moppe. Ja, also bestimmt wurden wir auch damals Obwohl, ne, heute, irgendwie. da ist ja alles modern. Halt kannst du jo als Rentier in die Schule kommen, ist auch okay. Ja, stimmt auch wieder. Ja, ich hatte zum Teil auch noch Boah, so ich will irgendwo Klöckscher um gucken, die wenn ich morgen Schuhe. auf die Erwitt mit meine Katzeohren komme. Welche von Ne? dir die pinken oder die glitzernden? Mal gucken, ob sie was sagen. Sag ich, wieso? Heute fühle ich mich als Katz. Ja, also ich meine, damals war das auch schon ein Gerede, weißt du? Ich meine, ich wurde mit grünem Haar hier im Dorf konfirmiert, ne? Also mein Opa hat es halt erlaubt. Ja. Und es war natürlich, um Gottes Willen, stell dir mal vor, du, ne? Im Dings sei Engelsche, lass dich mit grünem Haar konfirmieren. Wo gäbe es denn sowas? Ja, aber. Ich war halt auch schon immer rebellisch, ja. Aber ich glaube, das ist halt einfach die Krux am Dorf, wie du sagst. In meinem Dez kenner Jucke. Du kannst schon machen, was du willst, wenn du Ach nackig Gott, rumlaufst, hier. glaube ich. Ja, der Witz ist hier. Ich weiß noch, wie ich hierher gezogen bin, hatte ich knallrote Haare, knallrot, also so rot-pink. Das hat gar keine Sau gejuckt. Da dreht sich keiner um. Das ist für die Nee. normal. Ajo. Für die ist das normal. Also, ach, wenn ich jetzt mit Jogginghose oder egal, wie ich jetzt rumlaufe, wenn ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, du könntest mir jetzt hier so zwei Space Buns da oben machen, wie ich so. Und was weiß ich, in Pink und Rosa, das ist, da bin ich cool. Also da bin ich was Besonderes, ja. Aber ja, das ist halt einfach, die Städter waren aber schon immer anders. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob Schon das in Mannheim immer. jemand juckt, wenn du einer nackig rumlaufe, det du einer gucke. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht gucke, ja, aber die laufen dann, also ja, aber jetzt nicht so wie im Dorf, du täten sind, da sagst, ah, schämst du dich da nicht? Hast du gesehen, du das auch nicht? Aber gibt es eigentlich so Viertel, wo du sagst, det jetzt nicht rumlaufe? Ja, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich will es nicht noch mal aufholen. Ich weiß nicht, ob das so okay war für den Ja. Podcast. Also gibt es schon, ach so, wo du sagst, Ja. nee, also du musst mal jetzt nicht. Ach, ob ich das, ja, um Gottes Wille, zum Beispiel Jungbusch war ja früher auch ganz verrufen. Ja. Ist zum Beispiel, wird jetzt wieder gerade zum Ja. Trendviertel hier in Mannheim. Der Trend geht, die Wohnungen werden da super teuer mittlerweile. Dann Neckarstadt ist auch wieder so trendy Viertel. Ja, es kommt auch immer drauf auf, was du stehst. Ne? Ich bin halt eher so die Schickimicki, möchte gern. Was heißt möchte gern? Aber ich bin halt einfach gern schick. Und für mich wäre es dann halt, ich bin schon da, wo ich wohne. Vielleicht sogar noch ein Stück Nuff, aber das ist mir der Preis halt. Also daher, ich gehöre schon hier. Ich glaube, deswegen fühle ich mich da auch so wohl. Ja. Für mich wäre jetzt Jungbusch nichts. Das könnte so trendy sein, wie es wollt.
Du kennst Change the Loftsteh? Nicht mein Fall. Also ich sage mal, das ist Habt ja ihr auch schon oft eine wohl Loft gesehen, so. wo mir super gut gefällt? Ne? Es sind so alte, direkt am Neckar, do, am Hafe. Es sind so mal alte, waren wir früher so altes Fabrikgebäude, finde ich super geil. Gefällt mir sowas, weil ich finde sowas, wenn es so rustikal ist mit meinem Schickimicki-Stil, das kann man super geil kombinieren. Do. Ist nicht mein Fall. Gefällt mir einfach nicht dahin. Also es ist ja oft so, dass so, sag ich mal, in Anführungszeichen Assi-Viertel von früher, jetzt so die neueste Hip- und Trendviertel sind. Ich glaube, in Saarbrücke war das ist Nauwieser Viertel oder so, ne, wo Ja. früher auch so war, oder wie du jetzt sagst, Jungbusch, ne? Also, Ja. dass es dann Also halt nicht. Jungbusch war ja in deiner Zeit schon Verrufe, oder? Ja. Ja. Also, oder sogar vielleicht schlimmer als Also du heute. bist ja als Frau nicht allein gelaufen. Es ist einfach so. Also. Ja. Also das ist aber jetzt alles gar nicht so. Ja, Ja also gut, doch, ich es sag ist mal schon. so, Mannheim war jetzt in jüngster Vergangenheit schwer in der Presse gestanden, ne, durch diesen ganzen Fall, der du jetzt war. Ich weiß gar nicht, wie ist es jetzt? Viele Demos bestimmt auch, ne? Ja, also den Ende da, das war am Freitag, aber da war ich auch in der Firma in Heilbronn. Da war ich eh die ganze da nicht da. Da haben sie den Notstand ausgerufen. Krass, okay. Geht Ja, da habe das? ich auch eine Sprachnachricht gekriegt von meiner Mutter, do, wo die Frau vom Krankenhaus, es war, es muss irgendwie so, wie so, Schwester, Krankenschwester oder sowas, wo du an Freunde und hat dann gesagt, teil das mal so weiter oder so irgendwie. Auf jeden Fall, die haben gesagt, ja, wir im Klinikum haben den Notstand ausgerufen, weil wir die Vermutung haben, dass so ordentlich was passieren wird. Toi, 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 es ist, man hat nur von Ja, dem Freitag noch ein jetzt nichts kleiner Move. gehört. Ja, aber es waren halt mehrere Demos, aber an dem da war ich nicht da, aber so blöd, obends um 18 Uhr war ich schon dann daheim. Ich wusste das nicht, ich hab, wie meine Mutter mir das geschickt hat, habe ich gedacht, das ist bei der Nächste da. Für den Samstag. Aber ich war jetzt auch nicht mehr in der Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich nämlich heimgekommen bin freitags, waren sechs oder sieben so riesige Polizeibusse, weil ich schaffe hier hin am Bahnhof. Ne? Ich bin dann von einem Standort in den anderen Standort gefahren dann. Und musste dann die Bahnhofsunterführung durch und habe dann gesehen, dass so im Lindehof hinne, sechs Richtung, also am Bahnhof zum Übergang, ne, standen halt so sechs Busse, also war dann schon ein bisschen mulmig. Da ne? Habe ich nämlich meiner Mutter noch geschrieben, wann hast du denn das, was du mir da geschickt hast, zählt das für heute oder für morgen? Dann hat sie gesagt, ah, für heute, da ne? Bin ich aber schnell ab, ne, also bin da daheim geblieben, Jo. also du solltest auch nicht in die Stadt an dem da, ist so, wie gesagt, nichts passiert, aber ja. Ich Was? halte mich da jetzt einfach auch. Also ich muss sagen, ich bin ja nur dem Fall, was so passiert ist, ein Tag später zum Waxing gegangen. War schon mulmig, da durch die Stadt zu laufen. Ist schon ein unangenehmes Gefühl, Ja. wenn sowas passiert. Ja. Also ich musste in diese Richtung dann von dem Viertel. War schon unangenehm. Ja, gut, es grenzt ja an die Kuhquadrate, ne? Ja, das stimmt. Das Viertel grenzt ja an die Kuhquadrate und die Kuhquadrate gehören ja noch zur Fressgasse. Also ist schon unangenehm. Vor allem, wenn jetzt halt egal, wo du gehst und stehst, mein Mann war schon immer ein bisschen mehr mit Polizei, wie wir das vielleicht kennen. Ja. Bei uns auf dem Dorf, da muss ich dir mal anrufen, das dauert ja noch eine Viertelstunde, bis die überhaupt mal kommen. Auf Also alle zumindest bei Fälle. uns mit Lautschirm, ne? Da muss ich erstmal noch über drei Dörfer, weil die kommen ja dann Ja. von entweder Eisenberg oder von Kunststadt. Grünstadt, genau. Da Ja. brauchen die erstmal eine Viertelstunde, bis die da sind, mit drei Ampeln dazwischen noch. Das ist ja hier nicht so, ne? Da rufst du auch, das sind die 2 Minuten später da, also, weil die sind ja Ja. gerade drei Straßen weiter in dem Moment, ja. Jetzt ist es halt doppelt so viel. Also, es ist halt schon eklig, wenn du in die Stadt reinläufst und stehen halt schon überall die Busse. Ja, ist Da hast du auch lustig. gar keine Also, Lust. nee, da hast du wirklich keine Lust. Wir haben uns heute Morgen hatte man gerade einen Podcast mit der Agi zum Thema Rassismus. Und da habe ich auch gesagt, naja, also manchmal habe ich schon so Bedenken, ne, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder um gewisse Zeit raus und so. Oder wie du jetzt, also ich, also. Mir würde jetzt wirklich nicht einfallen, allein durch Mannheim zu laufen, einfach wenn es jetzt schon dunkel ist, egal wo, ne? Weil irgendwie, keine Ahnung, also traue ich mich einfach nicht so. Und dann hat die Ja, Agi aber der gesagt, Witz ist, es hat ja nicht mal was mit Dunkel zu tun. Du siehst ja, ja. der Mann ist ja am helligsten da abgestochen worden. Ja. Also es ist egal, aber Ja. es ist schon mulmig. Also wenn ich mir jetzt überlege, rein theoretisch müsste ich jetzt mal in die Stadt, weil ich brauche ja Montag.
Ein Ortszug. Mäusdinnstag, ja. Ja, ist schon. Ja, also Ich die traue Agi mich aber sagt, auch ehrlich gesagt nicht. Bin ich da ganz ehrlich, aber ja. Schicke bringt mir jetzt Anime, weil ich muss sie ohne die Bär noch wenigstens umnähen. Selbst wenn die Jacke jetzt nicht 100% passt, das kann man meistens noch sehen. Aber wenn ohne die Hosse Bär ja nicht stimmen am Ortszug, finde ich furchtbar. Und das ist dann halt wieder was, da kriege ich dann schon wieder Bedenken. Ne? Jetzt muss ich dann wieder genau in die Stadtmitte laufen, zum Peak oder so. Ja, aber die Weil in Agi meiner hat halt Größe kriege ich ihn gesagt, nur. ja, sie hat ja auch Angst und so, aber man darf sich einfach nicht einschüchtern lassen, man soll sein Ding machen, weil es bringt ja nichts, es ist ja halt genau das, was so damit bezweckt wird, ne, halt so die Leute einzuschüchtern. Klar, das ist auch einfacher gesagt wie gemacht, ne, also wie gesagt, ich Ja, habe ja also ich meine, trotzdem ich mein habe hier immer noch Bedenke. einer, ja, ich habe ja auch immer noch eine Renne von Corona, ja. Also ich muss erst mal das innerlich aufarbeiten, wo ich gerade ziemlich gut dabei bin. Ich gehe ein bisschen mehr raus, zumindest durch mein Jet-Set. Jetzt die paar da, wo ich dann daheim bin, bin ich dann halt jetzt leider Gottes daheim. Aber ich meine, ich bin schon ein bisschen aktiver, so ich fühle mich Ja. auch aktiver, ich schlafe mehr wieder, ich will ein bisschen mehr unternehmen. Ich habe das Gefühl, ich will mehr unternehmen und wenn überhaupt schon mal die Gefühle wieder kommen. Ja. Es ist heute ja auch irgendwas mit Gelüste, sage ich. Also für mich persönlich so mit Gelüste zu tun, dann ist es schon mal gut, ja. Ja. Ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu vorher, weil ich muss erst mal dort mit klarkommen, weil ich habe mich ja an alles gehalten und so. Und ich war einfach eingesperrt und es hat mich psychisch einfach total fertig gemacht. Und ich kann dieses viele Menschen und das beängstigt mich einfach und ich musste erst wieder mit der Situation zurechtkommen. Also ich Ja. muss sagen, ich komme auf diese Menschen auch nicht klar. Ne? Also ich muss wirklich sagen, wir waren jetzt in Kroatien gewesen und das waren ja so typische touristische Gebiete, wo wir waren, aber wir waren ja außerhalb von der Saison, also da war noch nicht viel los. Und ich habe zum Sommer gesagt, es war genau richtig, weil zum Teil war ja trotzdem schon viel, ne? Weil das ja halt so touristische Hochburgen waren und zum Teil war das uns auch schon zu viel, obwohl da gar nicht viel war. Weißt du, was ich meine? Also für das, was da eigentlich los ist. Aber ich sah das so, wie es ist. Also wenn du jetzt wirklich so richtig die Reisezeit wäre, also mir hätte können das nicht machen, weil ich merke einfach, ich krieg da innerlich wie so einen Druck und der Dommer, der wird richtig aggro. Also der, ne, weil einfach das ist zu viel, ne? Die Leute dann und so eng und das Ja. Gedränge und du hast das Gefühl, jeder rückt dir so auf die Pelle und also ich mag das halt tatsächlich auch gar nicht mehr und muss halt wirklich sagen, also wenn ich aussuchen kann, wann, an welchem Tag ich wohin gehe, ne? Also muss ich wirklich sagen, wir waren ja auf dem Maimarkt, ne, wo ein Mann war. Und dann muss ich wirklich sagen, wir waren montags an einem Tag, wo es geregnet hat, weil ich dann zum Sommer gesagt habe, ey, Montag sowieso schon, wenn ich, mittags um 12 sowieso. Und dann, wenn es regnet, sowieso noch besser. Da haben die Leute eh keinen Bock, ja. Weil einfach nur wenig war. Und zum Teil aber war in den Zelten schon ein bisschen Gedränge. Und es war auch schon wieder too much, weißt du, wie ich mein? Oder wenn andere Ja. sagen, jo, wir gehen auf den Waschmarkt, dann gehen die freitags und samstags oben auf den Waschmarkt, machen da High Life, schieben sich da durch die Masse durch, ja, und hocken sich da ins Hammelszelt. Da kriege ich Horrorzustände, denke ich mir, oh Gott, also entweder Oh, gehe ich nee. gar nicht, oder ich gehe dann Ja. wirklich montags mittags oder von mir aus noch sonntags mittags, wo wirklich wenig los ist, wo Luft ist, wo du schnaufen kannst, weil du und ich, wir sind ja auch noch Klä. Und es ist sowas Ekelhaftes, durch eine Masse durchgeschoben zu werden, wenn du noch Klä bist. Und hängst du gefühlt jedem an der Nase, am Arsch halber, ja, und kriegst dann noch den Kram übergeschüttet, weil sie durch ihren Scholle durch die Gegend schieben, kriegst Zustand, kriegst wirklich Ja. Zustand. Also, m-m. Kann ich nimi. Also, das kann ich wirklich, ich weiß nicht, ob es mit Corona wirklich was zu tun hat. Ich glaube, es kommt ein bisschen vom Job, weil wir halt im Job so viel mit Menschen zu tun hatten oder haben, ne, so, also, Nee, weil ich muss dir sagen, weiß innerlich nicht. merke ich, wenn ich unterwegs bin, ich sag mal so, seit Corona war, merke ich bin froh, wenn mich keiner ruft. Also jetzt nicht bei dir, ne, verstehe mich nicht Ja. falsch, sondern, oh, ich überlebe echt 2 Monate, also, geschäftlich, ne, will ich das jetzt, gehe ich doch Ja. mit hier, muss ich doch heute oben dabei sein, oder nicht, will ich es so, aber jetzt zum Ja. Beispiel, früher war ich schon gar nicht so. Nee, ich auch Früher nicht. habe ich dich ja auch gerufen, habe geheult, dass mir mein Freund oder meine Freundin du abgesagt hat. Ja, das Heute stimmt. das bin ich froh, wenn, also wie gesagt, jetzt nicht bei dir im Gegenteil, wir haben schon ewig nicht mehr gesehen. Bei dir denke ich, muss so, jo, ich steht mir gerne wieder so einen Tag mit dir verbringen, aber gut. Naja, aber weißt du, was ich meine? So, Ja. ich wurde ja praktisch zum Einzelgänger so ein bisschen Erzoge. geprägt für mich Ja. so, ja, erzogen durch dieses Corona. Und jetzt soll ich alles wieder so machen, als wäre nichts gewesen. Ja, aber jetzt, das fällt mir jetzt super schwer.
Ich bin immer noch der herzliche Typ, ich freue mich, mit Leuten zusammen zu sein, aber ich bin auch irgendwie total der Eigenbrötler irgendwo geworden. Also ich bin Ja. total die gespaltene Persönlichkeit, weil das die Schalima von vor 4 Jahren ist ja noch da, irgendwo. Aber die ist wie euch schlafen, die muss jetzt erst schon wieder wach werden. Weißt du, so teilweise ist es schon wieder ein Ja, bisschen also wach geworden. ich Aber muss dazu sagen, für mich macht es jetzt auch keinen Unterschied. Ich meine, klar, natürlich sage ich mir, also versteht, ich muss gerne wieder so sehen, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass wir jetzt online so viel sehen, ist es für mich nicht so, als hätte ich dich schon 100 Jahre nicht gesehen. Also für mich ist es gefühlt so, als hätte ich dich gestern gesehen. Weißt du, was ich meine? Klar, wenn man sich mal wieder ja, live aber ich sieht. meine jo, ja, aber ich meine jetzt jo, ich meine, zu einer Freundschaft gehört ja auch mal SG oder so, weißt du, so. Das ist Ja. ja natürlich das Physische, das meine ich jetzt, mein, klar muss ich jetzt nicht jeden Tag mit dir aufeinander hocken, das meine Nee, ich also. gar nicht. Aber so, wir sehen uns so seit 2 Jahren nur ein oder 2 Mal im Jahr oder Ja, so. das ist Oder krass, nur gell, mal wenn man es 10 Minuten, wo überlegt. man was vorbeibringt. Aber Ja, mir und kommt es vorher gar haben wir nicht so uns gefühlt vor. 2 Mal die Woche gesehen. Ja, aber mir kommt es gar nicht so vor, weil ich dich halt so viel Ja, wegen her und online. so viel online sehe. Da kommt mir das so vor, als sehe Ja, ich dich ja. gefühlt immer sehe. Krass, ne? Ja, gut, wir erzählen ja immer, wenn wir erzählen ja ewig lang, das sind immer 5 Stunden oder so. Und dann, wenn wir uns die Sache erzählen, gerade wenn es ums Essen geht, wenn ich die Sache vom Essen erzähle, meldet mir ja Ja, gerade oder überhaupt du schon nie äschst ja drauf. auch. Ja, oder du äschst ja manchmal auch, wenn wir telefonieren. Oder ich esse Ja, manchmal, wenn vorhin wir habe ich auch wieder ins telefonieren. Ohr geschmatzt. Ja, aber ich Ja. hatte so Hunger, sorry. Also ich musste essen, weil ich hatte einen In Heilbronn. Nee, nee, aber so meine ich, wische noch, oder wo man da als zu Nespresso gegangen sind. Ich meine, gut, das bestellst ja, du halt jetzt online. ist Das so. ist es halt, du holst sie mir ab. Aber Bestellst wisst viel ihr mal, was ich online. ganz seltsam finde, wo ich mir so Gedanken gemacht habe? Ich glaube, es kommt auch einfach aufs Publikum drauf an, weil ich muss dazu sagen, was ich hier trotzdem mache, ist, ich gehe auf einen Kickoff oder ich gehe auf eine Veranstaltung von Forever. Und ich muss sagen, du stört mich jetzt gar nicht. Ich kann dir aber nicht erklären, Die warum. Masse. Ja, also in Innsbruck, wo wir waren, ich meine, du waren ja auch über 1000 Leute, aber du hast mich irgendwie nicht gestört. Also ich glaube, es ist auch schon irgendwo ein Stück weit die Energie, die die Leute ausstrahlen. Weißt du, was ich meine? So. Keine Ahnung, ich meine, klar, das war jetzt auch keine Partyveranstaltung, dass jetzt alle besoffen gewesen wären oder so, aber selbst dann, wenn wir auf der Party gewesen wären, wäre es für mich nicht so schlimm. Es ist für mich erträglich, obwohl das viele Leute auf engstem Raum sind, aber das ist für mich so eine friedliche Gemeinschaft, welches so positive Energie und das finde ich ist okay. Aber wenn du Ja. halt auf so Weihfest gehst oder du gehst in eine Disco oder du gehst auf so Maimarkt oder so, habe ich so Du das Gefühl, babbelst ja einer über der Anna. ja, aber ich habe so das Gefühl, ich spüre so diese negative Energie. Weißt du, was ich meine? So auch dieses Aggressionspotenzial. Und dieses Aggressionspotenzial ist auch schon allein das, was mich so abfuckt, weil, ganz ehrlich, du musst jo immer irgendwie auf der Lauer sein, dass so eine kleine Massenschlägerei losgeht. Weißt du? Wie gesagt, ich meine, Ja. in Mannheim, was passiert ist, das war eigentlich, war das jo gar keine, wie soll ich denn sagen, das war jo keine Masseveranstaltung, das war jo eine Kundgebung, oder? Was der Typ do gemacht hat. Und es ist dann so eskaliert, dass das Messerstecherei draus Woche ist, weißt du? Warte mal, ich kann ja sagen, was war das da, wo der Mann, Frosi, das war das eine Kundgebung, wo der Mann abgestochen worden ist? Der Politiker oder was ja, das? Ah, der hat eine Rede gehalten. Ja, ne, also wie eine Politiker? Kundgebung halt, ne? Kundgebung, ja. Ja, nee, es ging uns nur darum, was das war, eine Demo-mäßig oder was? Eine Art Demo war das. Ja, ich glaube, der Und hat eine weil der sich Kundgebung halt gemacht. negativ, Genau. der hat sich halt negativ dazu geäußert. Was? Also was, ja, was hieß negativ? Hat nur mal seine Meinung vertreten. Ist Ja, ja ich sag okay. mal Dafür so, eigentlich. also. Und dann ging es halt so irgendwie los. Also, und das Schlimme ist, jo, wir haben heute gerade auch so ein bisschen über Social Media gesprochen. Das Schlimme ist, jo, noch keine 10 Minuten später oder Viertelstunde später, noch schneller als die Medien waren, weil es ging ja dann nach oben schon direkt durch den Fernseher und überall, das war schon viral. Schau dir mal, du überschlage das Video, das war noch Cash-Stunden basiert, hat der Dommer das Video von Carlos aus Amerika gekriegt. Und als zweites von seinem Cousin aus Kroatien. Also weiß ich gar nicht Ja, nur, jetzt dass wir das überleg dir. Video zum Beispiel von dir gekriegt haben, wo du aus Mannheim ist, sondern wie gesagt, also der Carlos hat es aus Amerika geschickt und der Cousin vom Dommer aus Ach Kroatien. gut, ich war du eh, die hätte, ich habe das Ich gar habe nicht das nicht mitgekriegt. Wo war ich gekriegt. denn du? Ich war schaffe. Ich habe, das war samstags. Nee, die hat mir es gezeigt. Ah, es war samstags. Ja, die hat mir es dann oben. Ich war do, die ganze da, hab gechillt hier, weil ich war jo wieder
Freitags, ach ne, ich weiß was, das war an dem Wochenende, wo ich komplett durchgeschafft habe, glaube ich, wieder. Und da war ich total banal. Und da habe ich dann das Samstag, mache ich dann, lasse ich immer Gott ein guter Mann sei, so auf die Art, ne? Wie mir das so scheint, Ah bald ja, sagt. Dann muss habe ich man wohl die jo. Fies hochgelegt. Ah ja, also irgendwann brauche ich auch mal eine Pause. Und dann habe ich es gar nicht geschnallt, aber oben hat mir dann die gezeigt, aber da hat es auch gleich direkt später. Also nicht viel später, wo es Hab's dann gar bei nicht Sinn ist, hat das, glaube angeguckt. ich, auch schon. Hey, die Jenny hat gesagt, der Dommer hat so Stunden später, nachdem das ein Mann passiert ist, vom Kumpel aus Amerika geschickt kriegt. Und von sein, und dann noch um eine paar kurze Zeit später von seinem Cousin. Ja, aus Vom Cousin aus Kroatien. Kroatien. Überleg dir mal, wie schnell das viral gegangen ist. Und Ja, oben ist zum 19 Wahnsinn. Uhr haben die erst schon eine Nachricht gezeigt oder so. Also ich habe es gar nicht angeguckt, weil der Dommer hat gesagt, es war 18 so Uhr. widerlich. Er konnte es gar nicht. Also er hat gesagt, ihm selber wurde schlecht, weil das Video das so Ah, vielleicht gesehen hat er ein hast. anderes wie wir. Bei uns hat man nicht so viel gesehen. Ah doch, da hat man also weil der hat es meiner Mutter gezeigt oder meine Mutter hat es dann auch gekriegt und die hat dann auch schon so, und dann habe nee, hab ich gesagt, also ich gucke das erst gar nicht, also. Also ich habe das Video gesehen, ich habe sie wieder neischlat, aber es stand nicht Ja. nebendran oder so, ne? Das war nur von Ekelhaft. weitem gesehen. Und dann wieder geschossen hat und der umgefallen ist. Das haben wir auch gesehen. Katastrophe. Nee, also das Ja. sind Sachen, die muss man nicht haben. Schlimm, aber das ist halt Stadt, ja. So ist es dann halt schneller wie auf dem Dorf. Das ist dann halt auch wieder so, ne? Aber wobei ich sagen muss, man muss, ich glaube, es ist, also auf dem Dorf hat man vielleicht schon trotzdem auch viele. Sei ich mal braune Brüder, nenne ich es mal so, ne? Die hast du, glaube ich, mehr, ich will jetzt sagen, mehr wie auf der Stadt, aber du hast schon einige. Trotzdem hast du natürlich auch einige, sei ich mal, wie sagt man das jetzt, verschiedene Nationen hast du mittlerweile auch. Aber wenn ich, wie gesagt, an früher denke, da war ich im Dorf, waren fast nur Also ich glaube, Deutsche. wie viel gibt's, wie viele Nationen gibt es denn? 180 oder so. Und 169 sind in meinem Ja. Neckarstadt, nur in der Neckarstadt West vertreten. Ja. Das heißt, immer komplett die Welt gefühlt, ne? Bis auf Krass, ne? 60. Naja, es ist schon, das ist schon heftig. Klar, dass es du dann nur knallt. Also, dass es so knallt, das soll natürlich nicht passieren. Dass es du aber mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Mit unterschiedlichen Ansichten, dass Dummel vielleicht sich durch die Gusch poliert wird oder so. Ja. Also, das ist halt so was, was ich vermisse. Ne? Früher haben sich die Leute mal kurz aufs Maul geschlagen und dann sind sie wieder Bier drin gegangen. Na Das halt, du vermisse ich halt so ein bisschen. kannst ja halt nicht mehr bringen, du Ich ist so weiß noch bei klein. uns, ne? Ich bin ja Wirtschaftskind. Ne? Ich bin ja Wirtschaftskind, da gab es auch also immer Streit. Da haben die Stammgäste, die sind sich auch mal in die Gurgel gehupst, haben sich kurz auf die Backe geschlagen, nun an der Hof. Du gehst jetzt mit mir nunter, haben sich kurz auf die Gusch geschlagen und war es wieder in Ordnung. Ah, du bist ein Depp, jetzt gehen wir gerade mal wieder in der Saufe. Sind sie nur von Herrn Kleid desinfiziert, nun war es wieder gut. Wahnsinn, gell? Aber heutzutage, du schlagen sich schon gleich tot, das ist ja das Schlimme. Ja, das ist das Problem. Aber das ist auch gestiegen, also es ist immer mehr auch gestiegen. Je älter ich wurde, desto aggressiver wurden die Menschen aber auch. Ja. Ja, und die schlagen sich schon, wie gesagt, ich schlagen sich schon tot. Die treten sich tot oder was auch immer, das halt schon, ja. Ich sag mal, in Mannheim waren schon immer viele Demos. Ich war ja selber auch mit Fetzi auf der 1. Mai-Demo, ne? Also da war ja immer schon so viel los, viel Kundgebungen und so, ne? Ja. Aber dass es halt so krass jetzt ausartet, ist halt schon eine heftige Nummer. Ich meine, um Gottes Willen, wir waren nicht dabei. Ich will auch gar nicht, dass irgendwie von der einen oder anderen Seite, ne, also klar, was passiert ist, geht gar nicht, egal wie, wo, was war. Ja, also das ist einfach eine Katastrophe, aber Und egal, wer was gesagt hat, das ja, bringt egal, niemanden wer was dazu, gesagt umzubringen. hat. Also ich meine, ich verstehe, ich meine, um Ich Gottes mag Willen. auch, ich mag, du magst Sachen, die ich sag nicht, und Ja, ich mag Sachen, die du ist sagst so, nicht, aber ist so. trotzdem bist du meine Freundin und gut ist, also. Aber ich verstehe halt auch nicht, also irgendwo verstehe ich halt nicht, warum dieser Typ seine Propaganda so ausgerechnet auf dem Marktplatz machen musste, ehrlich gesagt jetzt, weil das ist halt, natürlich kann er seine Meinung sagen, aber es war schon sehr provokant, er hätte ja auch am Paradeplatz machen können. Weißt du, was ich meine? Also, das finde ich schon irgendwo Ja, so ein aber bisschen. warum muss der, das sind wir wieder bei Summe, da habe ich gestern gerade was gesehen. Heutzutage ist es ja so. Früher war es so, wenn man jetzt mal von Deutsch, also wenn man das jetzt auf die Länder betrachtet, ich schmeiße Party und bin Gastgeber. Ja. Wenn mir was nicht passt, sage ich dir das. Ja. Und normalerweise früher hast du gesagt, ah, okay, sorry, mache ich nicht Ja. mehr. Heute ist es ja so,
dass der Gastgeber auf der Party, wenn ihm was nicht passt, noch gesagt kriegt, wenn es dir nicht passt, du kannst ja gerade gehen. Ja, Das das geht stimmt. nicht. Das habe ich gerade letztens so ein Reel dazu gesehen und musste ich sagen, das geht nicht, das stimmt. Das stimmt, Schalima, das Wenn du geht das mit einer nicht. Party vergleichst und Ja, ja. natürlich geht's nicht. Aber das Ding ist halt, muss ich, wie soll ich denn sagen? Also, meiner Meinung nach, warum muss ich halt so die Leute gefährden? Verstehst du, was ich meine? Es ist Ja, natürlich das richtig, was du stimmt. sagst. Aber wieso kann ich da Meinung nicht woanders da äußern? Jetzt sage ich mal, ne? Ich mein, Gottes Wille, ich will jetzt, wie gesagt, niemand die Schuld geben. Jeder hat Recht, seine Meinung zu äußern. Der Typ hat einfach eine an der Klatsche gehabt, ja, der das gemacht hat, ist auch total egal, was für Nationalität er hat. Es ist einfach krank, was der da gemacht hat, ja, die Leute Ja. umzubringen. Aber ja, die Frage ist halt, muss es sein? Aber das Witzige ist, also was heißt witzig, ist es überhaupt nicht. Aber das Interessante an der Sache ist, die Agi hat es gerade vorhin bei dem anderen Podcast erzählt, wen es interessiert. Wir haben einen Rassismus-Podcast aufgenommen, der ist auch schon online, wenn der Podcast rauskommt. Und die Agi hat erzählt, sie hat sich tatsächlich mit diesem Typ, mit diesem Politiker beschäftigt, ne, weil sie es interessiert hat. Sie wollte es einfach wissen. Und sie hat mit diesem hat halt so ein paar Dinge online angeguckt und er war auch in Leipzig und hat eine Kundgebung gemacht, ne? Und die Agi hat gesagt, sie konnte halt mit dem, was sie im Internet gefunden hat, nichts anfangen und wollte halt einfach wissen, was ist das eigentlich hier für eine, was ist das Pax? Was bedeutet das halt einfach und so, ne? Und es ist so lustig, Ich die weiß ja nicht mal, musste, was das ist. Ja, ich muss mal gucken ja, dann in den Podcast. du musst mal gucken, die Agi sagt, die ist dann dort hier. Und sie hat gesagt, du warst schon so, also bei dieser Kundgebung war schon so ein Publikum, wo du nicht gerne dazugehören willst, weil du einfach so das Gefühl hast, du wirst in so eine Schublade gesteckt, ne? Aber sie hat gesagt, Ah. egal. Dann kam einer von deinen Leuten auf sie zu und sie hat dann gesagt, ah ja, mich hat es mal interessiert, ich wollte mal wissen, wer seid denn ihr, für was steht ihr und keine Ahnung. Und dann hat der Typ, die voll dumm angepöbelt, hat gesagt, ja, bist du von der Antifa oder was willst du jetzt hier und willst du jetzt hier pöbeln und sonst was? Und die Agi hat ihn angeguckt und hat gemeint, also sie hat sich so diskriminiert gefühlt, sie wollte doch einfach nur mal wissen, wer das ist, um was es geht. Oder, na, also nur nicht mal, Wenn ich irgend ja, sie wenn konnte ich sich nicht mit mal ja, aber informieren. wenn das hier so eine ja, genau, ich muss mich hier erstmal informieren, ob das was ist, was mir zusagt. Ja, sie hat gemeint, es war so gestört. Also sie hat gesagt, also das ist sowas Blödes einfach. Sie wurde halt einfach so dumm angemacht schon. Und dann hat sie gesagt, Wische, ich meine, klar, sehe ich ein bisschen alternativ aus, aber ansonsten hat sie blaue Haare und blonde Haare, ja. Also sie hat gesagt, also sie fand sich, sie hat sich so angepöbelt, aber du musst ja mal den Podcast, also musst ja mal das A höre. Ich hab gedacht, okay, krass, ne? Das ist wieder so typisch einfach. Dürfte ich mich ja auch nicht informieren gehen, weil ich sehe ja auch ziemlich exotisch aus, obwohl ich Ja, und wenn du dann deutsch noch bin. sagst, hey, Schalima, bist du auch schon wieder raus. Exotisch. Hat's auch schon wieder vergessen. Ja, Hat auch also. die Agi letztens zu mir gesagt. Ja. Exotisch. Also irgendwie ist es alles ein bisschen. Ich weiß nicht. Also mir persönlich ist alles ein bisschen zu extrem. Ja, also ich bin für ein friedliches Miteinander und Ja. Toleranz für alles, ne? Und wie du sagst, in meinem wohnen 169 Nationalitäten. Also klar, du musst mal einfach ein bisschen Verständnis und Toleranz mitbringen für das Gegenüber, sag ich mal, ne? Aber ja, krass, aber trotzdem ist es natürlich nicht richtig, was passiert ist, um Gottes Willen. Und es geht gar nicht. Nur weil du jemand steht und seine Meinung sagt, kann ich nicht nur die Leute abschlachten. Wo sind wir denn hier hinkommen, ja? Aber Gut, gut. es ist ja wieder so ein Einzelfall, wisst ihr so. Naja, gut, also ich musste zusagen, Woche vorher hat meine Mutter mir ein Video geschickt aus Worms. Du hast auch so einer durchgetreten, hat du Autoscheib kaputt geschlafen und ein BMW und auf ein Polizeiauto eingeprügelt, gell? Am helligsten Tag, wo du da denkst, also Samu. Das ist gar nicht mehr normal. Weißt Ja, brauchst du dich schon nicht wundern, dass dann keiner mal raus will. du? Nee, gar nicht. Aber ich meine, um Gottes Wille, das kann dir auf dem Dorf genauso passieren. Also ich will jetzt, also Ja, ne, ich meine, weil gefühlt, klar. also dann In der irgendwie Stadt ist so, es nur publiker. ja, dann so lustig, also was lustig ist es nicht, aber so 3, 4 Tage später ging dann durchs Facebook so eine Nachricht, dass hier durch Grünstadt einer mit dem Messer gelaufen ist. Und die haben dann direkt die Polizei gerufen und der war halt anscheinend psychisch krank und die haben dann eingewiesen, der hat auch niemand was gemacht, aber wäre halt mit dem Messer durch die Stadt gelaufen. Also, weißt du, was ich meine? Es kann dir überall passieren, egal wo du bist. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, bin ich lieber in der Stadt oder lieber im Dorf. Ja. Wobei ich sage mal so, in der Stadt finde ich wahrscheinlich noch eher jemand wie auf dem Dorf, weil du gibst dann Strose, du laufst dann.
paar Stunden keiner vorbei oder wenn du hier auf dem Feldweg bist oder so, ne, ist halt ach die Sache, wo, zum Beispiel, wenn du jetzt mal an das Thema Schulweg denkst, was ist gefährlicher? Ist es gefährlicher, wenn Kinder in der Großstadt wohnen und fahren mit der Masse, mit der Straßenbahn mit und so? Oder ist es gefährlicher, wenn Kinder auf dem Dorf wohnen, weil hier kriege ich schon dauernd gesagt, dass irgendwelche Autos die Kinder abappeln und in Neid ziehen und so, ne? Ist auch schwer zu sagen, ne? Ich denke, das ist in Mannheim. Ja, gut, schwieriger will ich nicht sagen, aber die Frage ist halt, wie ist es in der Großstadt, wenn jemand angepöbelt wird, Streit, tun da Leute sich einmische oder gucken die Leute weg? Weißt du, was ich meine? Ich denke, es kommt drauf an. Also ich sag's dir so, wie es ist. Wenn du sich zwei Streite täten, wenn es jetzt Kelle wären, die ich gucke, dass ich Land gewinne. Ich meine, klar, wenn die sich durch halber totschlagen, Ja. die ich mal die Polizei rufen, die sagen, sie müssen mal da kommen. Ich schlafe jetzt ums Eck oder so, weil ich habe Angst, ich will nicht, dass die mich verwischen. Aber sie müssen mal schnell daherkommen, die schlagen dich tot oder so. Oder die sind Ja. sich gerade am Verschleier, ja? Die ich schon mache. Einfach Gut, auch wegen aber anderen Leute. Ich würde jetzt vielleicht nicht weiterlaufen. Aber so. ich sag mal so, also der Dommer hat zum Beispiel auch gesagt, wo wir noch in Gera waren und dann, wir haben hier gefühlt wirklich so im Zentrum gewohnt und er ist dann einfach nur, die Stroß musste der einfach nur runterlaufen für zu mir quasi in der Lade und es war halt auch schon ein bisschen dunkler und da waren halt auch so gewisse Konsorte in Trupps unterwegs in Gruppe und hat er gesagt, also du musst, also selbst er, der ist hier groß, 1,86 breit, ne? Muskulös, und dann er gesagt, aber selbst er musste do ein bisschen Respekt, also ein bisschen Vorsicht, hat er gesagt, also als Frau brauchst du Redderland zu laufen, ne, bei so einer Gruppe. Also. Ja. Also es gibt hier A-Stelle, so ein kleiner Park, wo ich da immer durchschlafe und so. Da fühle ich mich auch manchmal nicht wohl. Also jetzt so, wenn es jetzt so dunkel ist, geht ich da auch nicht mehr allein durchschlafe. Nee, hast ja recht. Also, das ist. Weil jetzt ist ja das Kiffe erlaubt. Ich will jetzt Ja. niemanden, ja, ist ja auch okay, um Gottes Willen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass mich da mal so ein Kiffer angepöbelt hat. Aber es gibt ja auch die Leute, die dann kiffen und saufen und mehrere Sachen machen. Die treffen sich jetzt auch da, ne? Ist ja logisch. Es gibt ja jetzt Ja. nicht nur die, weil die, also ich weiß ja, die ich kenne, treffen, also ja doch, die treffen sich jetzt dann eher in der Neckarwiese oder so, weil sie da entspannt einer durchziehen wollen Ja. oder so. Aber die, die sich schon mit in der Stadt treffen, das sind ja schon welche, die wollen ja provozieren. Ja, das stimmt. Und das dann so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, ne? Vor Ja, du, allem, wenn die dann so mischen und so. ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, wie gesagt, für mich war früher Mannheim so toll, die Stadt. Es war so Mannheim, ja, gefühlt so. Hast so Ja. große Arge gekriegt und es ist wirklich so, wo ich jetzt die letzten Jahre Nomadin bin oder die Joe war ja auch so geschockt, wenn du überlegst, wie Rona gekommen, aber nicht nur Mannheim, generell die Großstädte, ne? Wie Rona gekommen, wie verdreckt, wie vermüllt die sind, was du für Publikum rumlaufst, wie viel Leerstand du die Geschäfte haben. Also die letzten Ja, Jahre haben früher war nicht, Mannem. ja, also die Also letzten jetzt, Jahre Mannem haben hat nicht, ganz schön abgenommen. ja, also das hat jetzt nicht für gute Publicity gesorgt. Wenn ich überlege, früher auf de Freskas, da waren nur die Pelzgeschäfte, wische. Also richtig teure Läden und so. Und jetzt hast du gefühlt, keine Ahnung, Entschuldigung. wirklich Leerstand auch einfach, ne? Bin schon so lang wach. Ja, gut. Ist schwierig, ne? Ja, brauchst, ja, das ist halt. Ich halt auch viele, die, wenn ich allein überlege, wo ich mit dir bei Starbucks war, ich glaube, wir waren nur 1 oder 2 Stunden draußen gesessen, wie viel mir auch gebabbelt Woche sind. Hast du mal Kipp, hast du mal Kipp, hast du mal Geld, hast du mal was zum Trinken am Schluss, du, das Ende Mädchen, wo ich mir dann so Ja, und denke, die hat ja sogar der Ochs auf in die Flasche genommen. ja, also wo ich mir dann einfach denke, ey, ganz ehrlich, du gehst zum Starbucks, ja eigentlich, es ist ja nicht billig beim Starbucks, ja, und du denkst, du willst entspannt beim Starbucks deinen Kaffee genießen, ich meine, den Kaffee willst du wirklich genießen für das Geld, was er kostet, ja, ich sage mal so, wie es ist, und dann wäschst du an einem Sonntag, wir waren sonntags mittags, also vormittags, ich glaube, wir haben uns um 11 Uhr getroffen, sonntags, und du wäschst du wirklich alle halbe Stunde angepöbelt, also das finde ich schon, also es ist schon belästigend, finde ich, also es fand ich jetzt schon ein bisschen Ja, nicht es war schön, ja muss ich ganz 16 ehrlich Uhr oder sagen. so. Nee, ich glaube, es war was, nicht? 11 Uhr morgens schon? Weil du bist ja Echt, dann wir noch haben mit uns zu schon so uns. früh getroffen. Ah, Ja, weil stimmt, jo, du bist ja dann noch stimmt. mit zu uns. Ja, stimmt, hast recht. Also es war wirklich, also das war so der erste Schockmoment, den ich hatte. Und dann war ich ja später nochmal mit dir in der Stadt. Das ist ja aber auch schon wieder ein paar Jahre, wo wir mal oben waren. Weißt du noch, wo du beim Ding warst, du, ja.
Ich war nicht man. Und da war ja aber auch schon ein Publikum in der Stadt unterwegs, wo du das sagst, okay, also allein muss ich da jetzt auch nicht unbedingt rumlaufen, ne? Ja. Und ich sage mal so, wenn es da Krach und Gepöbels gibt, ja, ich meine, kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht sich nicht einmischt und nichts sagt. Wenn du einfach eine Gruppe von mehreren Männern ist, was willst du denn da machen, ja? Aussie. Also, es geht ja gar nicht. Ich glaube, der hockt da hinten drin. Wo hockt der drin? Wir suchen da Aladdin. Vielleicht ist er wieder abgehauen. Der Balkon oder was? Ja. Ist Ja, der der nicht? Angelo geht gerade gucken. Alles gut. Ja. Nee, also dementsprechend, also muss ich ganz klar sagen, um jetzt mal einen Abschluss zu finden. Also Ja. ich bin auf jeden Fall, muss ich sagen, wirklich pro Dorf. Also wie gesagt, vielleicht wäre es gut gewesen, in den 20er in der Großstadt zu wohnen, um einfach einfacher Party machen zu können. Aber so sage ich, bin froh auf dem Dorf, die Idylle und die Ruhe zu haben. Ja, nee, ich bleib bei meinem Städterleben. Aktuell ist es noch so. Also nee, ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, wegzuziehen. Ja, das glaube Aufs ich Dorf da. zumindest zurück. Das ist für mich halt einfach so Luxus hier. Aber ich glaube, selbst wenn du Kinder hättest, steht schnell aufs Dorf ziehen, ne? Nee. Nee, gell? Ja. Mm-mm. So ist der eine so, der andere so. Aber ja, auf jeden Fall war es ein cooler Podcast, muss ich sagen. Yes. Ich beende mal die Aufzeichnung. Wir sagen gute Nacht. Bis bald.